Also es ging dann los mit, wir schaffen das. Und dann waren die Willkommenskomitees von Bahnhöfen gestanden, wo die Flüchtlinge in rauen Scharen aus Budapest und Wien, sonst wo aus dem, über die Balkanrouten nach Deutschland gekommen sind. Und so ungefähr 14 Tage lang hat es gedauert. Deutschland war plötzlich das Willkommensland. Aller Verdacht von früher her, Deutschland will Ausländer nicht haben. Wirklich nur ganz handverlesene und wenn nur dann ganz nützliche, die am besten schon den Arbeitsvertrag mit dem jeweiligen Unternehmer in der Tasche haben, bevor sie auf hier anlanden, war plötzlich der Standpunkt Deutschlands, wir sind offen für alle mühseligen und Beladenen, vom Krieg in Syrien, von Hungersnöten in Afrika, von angeblicher Unterdrückung in Eritrea und so weiter und so fort. Ihr wisst, es gab dann daraufhin, nach vielleicht ungefähr 14 Tagen, 3 Wochen, immer mehr, Einsprüche. Besonders hervorgetan hat sich da nicht ein Parteigegner oder jemand aus der Oppositionspartei, sondern besonders hervorgetan hat sich da der Parteifreund aus der CSU von der Merkel, Seehofer. Wir sind überfordert. Was ist überfordert? Die Belastbarkeit ist überfordert. Ich will jetzt heute also nicht darüber reden, was wir am Donnerstag besprochen haben, nämlich was hat es für weltpolitische Konsequenzen und Folgerungen? Das kann man, wenn es nötig ist heute, falls irgendwo es zum Thema wird, nochmal nachfragen, falls das verpasst hat und nicht da war. Also es gibt im neuen Gegenstand einen Artikel, der das zum Thema hat und erklären wird. Also heute wollen wir uns nach Möglichkeit beschränken auf das, was jetzt ansteht mit den Flüchtlingen, die angekommen sind. Sie sollen integriert werden. Dabei will ich jetzt nicht anfangen mit dem Streit innerhalb von CDU und CSU. Warum nicht? Weil die Sache, um die es geht, hinter dem parteipolitischen Streit, der ja bis zur Machtfrage geht, also ob die Merkel noch kanzlerfähig ist, hinter dem Streit immer mehr verschwindet. Immer ist die Frage, hält sich Merkel, setzt sich Seehofer durch, wer verliert sein Gesicht? Und die Fragen finde ich erstmal relativ langweilig, es sei denn, jemand interessiert sich dann nicht dafür, wie das geht, sich an sein Gesicht zu verlieren, kann man auch darüber reden. Ich möchte mehr darüber reden, was jetzt eigentlich ansteht mit den vielen Flüchtlingen, die angekommen sind. Was passiert, was erwartet die? Was passiert mit denen? Und dann die politische Auseinandersetzung, die es im Land gibt, im zweiten Teil erst machen. So, jetzt vom Erscheinungsbild der Willkommenskultur. Losgegangen ist es also mit alle Flüchtlinge, die sich in Ungarn oder auf der Westbalkanroute immer mehr gedrängelt und gestaut haben, sind willkommen. Das haben sich nicht zweimal sagen lassen und haben sich aufgemacht und haben sich ihren Marsch fortgesetzt und kommen jetzt jeden Tag in 4-stelliger Zahl in Bayern an. Zugleich wird dieses offene Deutschland, zugleich wird dieses offene Deutschland auch irgendwo sehr zugeknüpft. Forderungen der CSU und anderer Parteien, rechts von der CSU, man soll dafür sorgen, dass die Scheinasylanten, wie sie beschimpft werden, also die in Wahrheit Wirtschaftsflüchtlinge sind, wenn man die mal wieder los wird, und wo die SPD und die Grünen, die Linkspartei sowieso,
aber auch Teile der CDU durchaus sich nicht einig waren, ob man da wirklich das Asylrecht so verschärfen sollte, dass die praktisch keine Chance mehr haben, hier zu bleiben. Das sind Forderungen des rechten Flügels der CDU-CSU in einer Windeseile durchgewunken worden durch das Parlament. Das scheint so gar nicht dazu zu passen, zu dem großen Thema Deutschland ist offen für alle mühselig und beladen. In Windeseile werden Länder, die bisher Fluchtländer waren, zu sicheren Herkunftsländern oder sicheren Drittstaaten erklärt, sodass sie keine, die Leute, die von dort herkommen, keine Bleibeperspektive mehr haben. Was ist das? Bleibeperspektive. Und auf der anderen Seite sollen diejenigen, die aus Syrien oder aus Afghanistan kommen, durchaus willkommen sein. Und der Beschluss, raus mit den Wirtschaftsflüchtlingen, raus mit den Scheinasylbewerbern, soll kein gegenteiliges Bild auf Deutschland werfen, es wäre jetzt wieder der alte Staat, wir sind kein Einwanderungsland. Müsst ihr es einmal überlegen, in einem ersten Schritt, was ist eigentlich der Unterschied, oder geht darum, ob ihr die regierungsoffizielle Definition davon kennt. So, was ist eigentlich der Unterschied, sachlich, zwischen einem Wirtschaftsflüchtling und einem Menschen, der dann den Titel bekommt, Asylbewerber? Ja, das war die Frage, warum die Syrer und Afghanen hier gekommen sind und die aus dem Kosovo oder aus Serbien eher nicht. Das kann ja nicht nur allein an der politischen Verfolgtheit oder so hängen, weil die in Serbien haben auch kein schönes Leben. Ich habe mir das dadurch erklärt, dass das eine gewisse Funktion hat, so Rückzugsgebiete aufmachen, für die, die in Syrien gegen Assad-Regime sich engagieren, dass man denen eine Perspektive aufzeigt, wenn es zu hart für euch wird, könnt ihr nach Deutschland kommen und auf die Art und Weise eine Grundlage bilden, dass der Kampf dort fortgesetzt wird. So habe ich mir das erklärt. Ähnliches auch für die Afghanen, wenn sie gegen den IS oder den Taliban sich engagieren. Dass man einfach eine Perspektive gibt, dass ihr eure Familien in Sicherheit bringen könnt und notfalls euch selber auch noch. Vom Hauptthema Integration ist es natürlich gewissermaßen eine Vorstufe, muss aber vielleicht doch geklärt werden. Was ist es eigentlich, dass Deutschland, nehmen wir mal die jetzt aus sicheren Herkunftsstaaten stammenden Westbalkanischen, das heißt also Kosovo, Albaner aus Albanien, Leute aus Serbien, aus Bosnien-Herzegowina, von denen geht die Rede, die kommen aus sicheren Herkunftsländern. Oder das ist eine neue Definition, sicheres Herkunftsland. Was war eigentlich ein unsicheres Herkunftsland? Das war im Balkan in den Kriegszeiten nach der Auflösung des sozialistischen Jugoslawien. Mit Ausnahme von Albanien sind all die jetzt von mir gerade benannten Länder früher Teilrepubliken von Jugoslawien gewesen. Das Jugoslawien hat sich zerlegt unter tatkräftiger Mithilfe deutscher und anderer europäischer Staaten, die die Sezession von Kroatien und Bosnien-Herzegowina unterstützt haben. Dann die Sezession von Kosovo, von Serbien wieder unterstützt haben mit Waffenlieferungen und dann mit politischen Anerkennungen der Unabhängigkeitserklärungen. Das hat zu Kriegen geführt. Und dann hat Deutschland
In den 90er Jahren waren die den Albanern aus Kosovo als die Opfer der serbischen Kriegführung, den Muslimen aus Bosnien als Opfer der wieder serbischen Kriegführung, in dem Fall jetzt Republika Srpska, die Teilrepublik von Bosnien-Herzegowina, die serbische, den Status Kriegsflüchtling oder Bürgerkriegsflüchtling zuerkannt. Ich sage, jetzt will ich nicht so weit reingehen. Machen wir kurz die Klärung, was ist das, ein Kriegsflüchtling, ein Bürgerkriegsflüchtling? Nicht mehr. Immer. Nicht immer, wenn irgendwo so, das hat sich jetzt wieder installiert hier. Man denkt, Kriegsflüchtling oder Bürgerkriegsflüchtling ist eine ganz einfache, eine entscheidende Sache. Da findet Krieg statt, also Waffengewalt, Waffenanwendung. Da ist natürlich derjenige, der dort in der Gegend lebt und sich sehr unsicher fühlt, zu Recht, denkt, er wäre Kriegsflüchtling. So einfach ist es dann aber gar nicht. Manchmal ist es, was die Menschen naiverweise für Krieg halten, fungiert als Verbrechensbekämpfung. Und Verbrechensbekämpfung ist ganz ersichtlich nicht Krieg, sondern Wiederherstellung von Recht. Ein solcher Fall ist zum Beispiel Mexiko. Wie bitte? Auch so weit brauchen wir gar nicht gehen. Mexiko auch, ja. Wir können uns viel näher bewegen. Umgucken. Türkei. Die PKK, die Organisation, die dort um Unabhängigkeit ihres Bezirks kämpft, wird von der türkischen Republik, von der Regierung, des Terrorismus bezichtigt. Und nicht bloß von der. Diese Bezichtigung, die sind Terroristen, also Anwender von unrechtmäßiger Gewalt, von verbrecherischer Gewalt, von nicht legitimer Gewalt, im Unterschied zur Gewalt der türkischen Armee oder der deutschen Bundeswehr, wenn sie in Afghanistan Taliban jagt. Es ist dort Verbrechensbekämpfung. Das sind Terroristen vom Stamm der Türkei. Und dieser Titel ist sogar anerkannt von der ganzen Europäischen Union. Die PKK gilt in der ganzen Europäischen Union als terroristische Organisation. Also sowas ähnliches wie die RAF früher bei uns. Bloß ein bisschen größer. Sowas kürzlich gejagt, sowas kürzlich vernichtet. Da wird geschossen. Und wer da zwischen die Linien gerät, muss wohl mit der einen Seite in der Decke stecken, nämlich mit der falschen. Sonst wäre er wohl nicht zwischen den Linien. Aber da sind Staaten sehr wählerisch, sehr unterscheiderisch zwischen
legitimer Verbrechensbekämpfung plus Kollateralschäden, also unschuldig zufälligerweise dort Lebende, und Verbrechensbekämpfung und gar nicht unschuldige Kollateralschäden, sondern offensichtlich das Wasser, in dem die Fische, die terroristischen Fische leben, die Unterstützer, der Sumpf, aus dem die Sumpfblüten, die terroristischen Sumpfblüten erwachsen. Also ob man aus einem Bürgerkriegsland stammt, zu dem Deutschland sagt, wer sich dort aufmacht und davon geht, hat einen Rechtstitel auf seiner Seite. Oder ob er als Unterstützer oder indirekter Unterstützer der Terroristen verdächtigt wird, ist eine politische Entscheidung. Das sieht man dem Sachverhalt gar nicht an. Uns eins wird vielleicht sagen, das ist doch alles klar, das ist doch Krieg. Von wegen. Krieg ist bloß, wenn legitime, anerkannte Subjekte des Völkerrechts gegeneinander kämpfen. Der Krieg der Serben und der Kosovaren um die Frage, ist Kosovo eine Provinz Serbiens weiterhin oder ist es ein selbstständiger Staat, war so ein Fall. Nach Leser der Serbischen Republik war es Terrorismus, Separatismus, Spaltung des Vaterlands. Nach Leser der Kosovaren war es Unabhängigkeitskrieg, Unabhängigkeitskampf. Und ob aus dem Unabhängigkeitskampf Terrorismus wird oder aus dem Terrorismus ein legitimer Unabhängigkeitskrieg, hängt ab von, ja, wovon? Von der Beurteilung der Staaten hier. Ja, aber nicht von ihren beliebigen Staaten. Von Staaten, die sowas gültig machen können. Staaten, die also nicht bloß sagen, das ist moralisch in Ordnung, was die machen, die Kosovaren oder die Kurden oder wer auch sonst, sondern Staaten, die was zu sagen haben aus der Welt, die Macht darstellen und der Wort deswegen nicht bloß ein Wort ist, sondern Gewalt im Hintergrund hat. Da merkt man, dass Recht gar nicht sowas ist, was oberhalb irgendwie in den Wolken schwebt, sondern Recht wird geschaffen durch Gewalt. Nur anerkannte Mächte sind legitime kriegsführende Mächte. So, also jetzt haben wir, um auf den Punkt zurückzukommen, warum die Syrer, die syrischen Kriegsflüchtlinge anerkannt sind. Deutschland erkennt diesen Staat Syrien, die Regierung Syriens, den Staat schon noch an, aber die Regierung Assad nicht mehr als legitime Regierung an. Nicht mehr als Regierung an, die das Recht hat, über ihre Bevölkerung mit den Mitteln der Gewalt für Recht und Ordnung zu sorgen. Sondern wo die Anwendung von der Gewalt durch die Regierung Terrorismus ist. So ähnlich wie damals vor ungefähr 20 Jahren im Kosovo die Gewalt der serbischen Regierung illegitime Gewalt war, weil das mächtige Deutschland und die anderen europäischen Staaten in der Europäischen Union beschlossen haben, Serbien übt da illegitime Gewalt aus, es verweigert dem kosovarischen Volk sein Selbstbestimmungsrecht. Weil es so ist, weil es eine Anerkennungsfrage ist, deswegen kann sich sowas auch ändern. Wenn der Feind Serbien klein gemacht ist, und das ist ja mittlerweile der Fall, wenn der Feind Serbien mittlerweile selber höflich anklopft an der Tür der Europäischen Union, Mitglied werden will, sich also unterstellen will unter die europäische, gesamteuropäische Rechtsordnung, die im Wesentlichen von Deutschland, Frankreich und ein paar anderen wichtigen Staaten bestimmt wird, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund mehr, aus Serbien abzuhauen. Und wenn Kosovo durch Eulex, also europäische Rechtsberater, einen Rechtsstaat verpasst bekommt, dann mag es zwar sein, dass Leute dort von der Polizei verdroschen werden oder erschossen werden oder von Banden, sich wechselseitig immer noch um die Macht balgen, aber wenn dann Deutschland sagt, dort ist der Rechtsstaat auf dem Wege, dann ist es eben ein sicherer Drittstaat. Drittstaat heißt Europäische Union. Deutschland ist der erste Staat, die europäischen Partnerstaaten sind die zweiten Staaten und Drittstaat heißt ein Nicht-EU-Staat. Ein sicherer Nicht-EU-Staat ist Kosovo bzw. Serbien. Wer sich also von dort aus mal aufmacht und behauptet, er sei auf der Flucht
vor einem Krieg, muss ich sagen lassen, Krieg ist dort nicht mehr. Und Unterdrückung schon gleich gar nicht, weil ja jetzt Rechtsstaat herrscht. Sicher gibt es an dem Fall, das deutsche Asylrecht gewährt jedem Menschen, der sich aufs Asylrecht beruft, erstmal eine Einzelfallprüfung. Das ist eine Spezialität des deutschen Rechts. Deswegen kann auch jemand aus Kosovo oder aus Serbien oder aus Rumänien, auch dort her, behaupten, er wird dort als Sinti und Roma, Sinti oder Roma, man kann nicht beides zugleich sein, verfolgt aus rassischen Gründen. Sinti kann man gar nicht sein. Sinti sind die Roma, die seit mehr als 600 Jahren in Deutschland leben. Das sind nur Roma. Eben. Aber die nennen sich ja immer Sinti und Roma und deswegen haben wir sie quasi als Doppelname. Also wer entweder dort in den Ländern als, was man früher Zigeuner genannt hat, verfolgt wird, dann ist das ein Einzelfallprüfungswert, ob das im Einzelfall stimmt. Aber dadurch, dass diese Staaten zu sicheren Staaten deklariert worden sind, ist gewissermaßen nicht mehr die Beweispflicht, nicht mehr die, der deutsche Staat muss beweisen, dass der Asylbewerber keinen Grund hat, Asyl zu bewerben, sich auf Asyl zu bewerben. Jetzt dreht sich die Sache rum. Wer aus einem sicheren Drittland kommt, der muss beweisen, dass er dort nicht verfolgt wird, jedenfalls nicht politisch, sondern höchstens individuell von irgendwelchen anderen Kräften und Mächten. Und der Staat nicht in der Lage ist, mit seiner Rechtsordnung dafür zu sorgen, dass man unversehrt bleibt. Die Beweislast ist gewissermaßen umgekehrt. Klammer auf. Deswegen ja auch der Antrag der CSU, die lassen wir gleich an der Grenze, die sollen gar nicht erst reinkommen. Die sollen gar nicht erst auf die Idee kommen, hier ein Rechtsverfahren zu beantragen, wo sie dann von der ersten, zweiten, dritten Instanz bis zum Verfassungsgericht sich durchklagen können. In der Zwischenzeit hier Fuß fassen, ihre Kinder in die Schule schicken und dann behaupten, sie wären nicht mehr abschiebefähig nach 10 Jahren oder 7 Jahren. Das ist der Hintergrund für den Streit, den wir vielleicht dann auch noch behandeln, aber ich halte ihn erst einmal für nicht so das zentrale Thema bei der Innenseite. Da kommen wir ja zur Integration kommen. Also der sichere Drittstaat ist einer, von dem Deutschland oder die Europäische Union insgesamt beschlossen hat, dort herrscht im Prinzip eine Regierung, die passt uns, die ist auf rechtsstaatlichen Pfaden unterwegs, deren Herrschaft ist legitim. Und wenn im Einzelfall jemand kommt und nachweisen kann, dass er ausnahmsweise als Individuum unterdrückt wird oder als besondere Gruppe im Staat, wie zum Beispiel die Sinti oder Roma, dann kann es im Einzelfall positiv beschieden werden, aber nicht gewissermaßen pauschal, nicht prinzipiell. Das ist für Leute, die aus solchen Staaten kommen, blöd. Denn wer vor 10 Jahren aus Kosovo vor dem Krieg geflohen ist, der von Deutschland anerkannt worden ist als gerechter Krieg, also deswegen der Kriegsflüchtling hier vorübergehend Aufenthalt bekommen hat, ja, wenn sich die Deutschland neu entschieden hat und jetzt sind die Nachfolger keine blutrünstigen Banden mehr, sondern dieselben, die damals noch vielleicht sogar als sehr zweifelhafte Gesellen der neuen Staatsführung am Anfang von Kosovo waren ja die neuen Staatsleute zum Teil, Tatschi und solche Leute, anerkannte Schmuggler und anerkannte Menschenhändler und so weiter, also Verbrecher. Das hat sich mittlerweile geändert. Tatschi ist mittlerweile dort Minister, oder jetzt gerade immer Minister, sondern Oppositionsführer. Also ist es ein ganz normaler Staat und dort hat man Sicherheit. So, jetzt kommt der Einwand, aber ich kann nicht dort leben. Ja, da sagt unser Staat, das kann man auch schon sein. Und dafür ist der Verfassungsparagraf Asylrecht nicht geschaffen. Wer politisch verfolgt wird, genießt Asyl. Nicht, wer irgendwo auf der Welt nicht gut leben kann. Das hat auch seinen guten Grund. Und dann will ich zum Schluss kommen mit dem Sonderteil Asyl und Drittstaat und so weiter. Das hat auch seinen Grund in der Grundverfassung demokratischer Staaten. Demokratien, da haben wir jetzt auch gleich einen schönen Übergang zum Integrationsproblem. Demokratien mit kapitalistischer Wirtschaftsweise, die sind nämlich nicht zuständig fürs Leben. Die sind bloß zuständig fürs menschenrechtsgemäße Regieren. Dass gewählt wird, dass man seine freie Meinung äußern darf und nicht gleich angesperrt wird dafür.
dass man Freizügigkeit genießt im Land und so weiter und so fort, alles Mögliche. Das Verfahren, wenn man eines Verbrechens beschuldigt wird, Verfahren nach rechtsstaatlichen Prinzipien verlaufen und so weiter und so fort. Dafür sind Demokratien zuständig und das sind die Kriterien, mit denen Demokratien wie Deutschland andere Staaten beurteilen, in welchem Ausmaß dort Rechtsstaat herrscht, in welchem Ausmaß dort Freiheit herrscht, in welchem Ausmaß dort Gleichheit anerkannt ist, in welchem Ausmaß dort so etwas besteht wie ein funktionierender Rechtsstaat. Die Frage des Überlebens und des Lebens, die Ökonomie, ist im Kapitalismus Privatsache. Ausnahme gilt nur für Bürger, für Staatsbürger. Sozialhilfe, Hartz IV, ein Minimum an Versorgung, haben aber nur die Staatsbürger. Das heißt aber auch nicht ein gutes Leben. Sondern es heißt, der Staat sagt, wer aus Gründen, die er nicht zu verantworten hat, aus Umständen, die er nicht selber zu verantworten hat, in Not gerät, dann ist er für die Staatsbürger zuständig mit dem Sozialrecht, was er jeweils geschaffen hat. Aber dafür, dass man mit seiner Arbeit zu wenig verdient, um die Familie zu ernähren, dafür ist der Staat nicht weltweit zuständig. Deswegen ist Wirtschaftsflüchtling im Großen und Ganzen etwas sehr Merkwürdiges, ein sehr merkwürdiger Vorwurf. Wirtschaftsflüchtlinge sind Leute, die können im eigenen Land nicht leben. Auf was für Idee kommen die? Dann gehe ich eben dorthin, wo man leben kann. Die sind keine Revolutionäre, die sagen nicht, da muss ich eben bei mir in der Heimat die Ökonomie umstürzen, den Staat stürzen mit meinesgleichen und so weiter und für Verhältnisse sorgen, dass man hier leben kann. Das sind Leute, die sagen, ich bin zwar ein armer Teufel, aber ich kann arbeiten. Und ich habe gehört, in Deutschland gibt es Unternehmen, da kann man sich bewerben und die nehmen ein. Das sind Leute, die ohne groß nachzudenken über das System, die Systemfrage, von dem Standpunkt aus oder von dem Lebensniveau aus, das sie dort in ihrem Heimatland haben, ganz einfach per einfachen Vergleich drauf kommen, in Deutschland oder in Schweden oder in solchen Ländern, da lässt sich doch leben. Auch als Armer, auch als jemand, der keine Produktionsmittel hat, indem er sich verdient, gegen Lohn. Das ist eigentlich etwas, was unser Staat schätzt an Leuten. Ich habe dort von Hartz IV geredet. Das wird immer so gestaltet, dass man möglichst sich bald wieder davon verabschieden will. Also einen Willen bekommt, nicht sich nicht da breit zu machen. Sich nicht in der sozialen Hängematte es bequem zu machen. Dass man immer den Vergleich hat, Moment, da gibt es Arbeiten und der niedrigste Lohn ist mehr, viel mehr, als das, was ich bei Hartz verdiene. So gestaltet der Staat den Zwang zum Arbeiten. Und jetzt kommen Leute an, bei denen es so ärmlich zugeht, dass sie von sich aus, ganz ohne Hartz IV-Zwang, auf die Idee kommen, wir sind für freie Arbeitskräfte, wir gehen nach Deutschland. Also eigentlich ein sehr wertvoller Standpunkt, einer, den unser Staat schätzt, bei der Jugend dafür sorgt, dass er sich auch festsetzt in ihrem Gehirn als, das will ich werden, nämlich Arbeiter, wenn ich nicht reich bin, dass ich mich irgendwo mal Stelle bewerbe, dort fleißig bin und mit dem zufrieden bin, was sich dabei ergibt an Einkommen. Genau diese Tugend der Menschen aus Kosovo, aus Westbalkan, aus Kosovo zum Beispiel, wird nicht geschätzt, wenn Deutschland sagt, die Kosovaren möchte ich lieber als Gastarbeiterreserve haben, zum anderen, wenn wir wirklich Arbeitermangel haben, dann kann man den Überschuss von denen anzapfen und als Billiglöhner anwerben, so als Gastarbeiter hat man früher dazu gesagt. Ansonsten ist der deutsche Staat, den wir eingerichtet haben, selber zuständig mit den Mitteln, die er von der Europäischen Union und Deutschland als Kredite und sonstige Unterstützung bekommt, selber zuständig für ein Leben zu sorgen, dass die Leute dort bleiben. Fluchtursachenbekämpfung nennt sich sowas. Deutschland hat sich nämlich einen Begriff angeeignet, die Republik, die offizielle Republik, der früher ein kritischer Titel der
Flüchtlingsfreunde, der Flüchtlingshelfer war. Ihr dürft sie nicht bloß per Frontex abwehren, ihr müsst ihnen auch die Fluchtursachen wahrnehmen und die Fluchtursachen bekämpfen. Also dort in Afrika und so weiter, das heißt, für das Verhältnis sorgen, dass sie dort bleiben. Deutschland hat diesen Titel längst übernommen in die praktische Politik und sagt, Fluchtursache Balkan, keine Fluchtursache mehr. Die sollen mal gefälligst die Kredite und die Möglichkeiten, die sie als assoziierte Staaten zur Europäischen Union haben, verwenden, damit die Leute dort bleiben und sich dort ihr Glück versuchen und nicht in Deutschland. Das war jetzt einerseits ein Stück Vorlauf, ein Stück außerhalb des eigentlichen Themas auf deine Frage hin, aber doch vielleicht wichtig, weil wir haben nämlich jetzt einen ganz wichtigen Punkt für die Sache, die Integration heißt. Das, was den Wirtschaftsflüchtling aus einem Land, ich muss noch mal kurz wo man nicht, lass mich nur einen Satz fertig machen, wo man nicht wegen aus wirtschaftlichen Gründen abhauen darf. Was dem verwehrt wird, wird dem Flüchtling, der als Flüchtling anerkannt wird, sei es aus Asylgründen, wegen Asylrecht, sei es wegen der Genfer Flüchtlingskonvention als Kriegsflüchtling, dem man das Recht gewährt, auf gewisse Zeit oder sogar auf Dauer in Deutschland zu verbleiben, da wünscht man sich, dass er sich jetzt als Wirtschaftsflüchtling etabliert und tatsächlich hier arbeiten will. Merkt man, der Wirtschaftsflüchtling der Mensch, der aus Albanien kommt, der ist ein Wirtschaftsflüchtling schlecht. Der Mensch, der aus Syrien herkommen darf, hier anerkannt wird wegen Asyl oder wegen aus Kriegsgründen, hier bleiben zu dürfen, der dürfte mit derselben Motivation, er will zum Arbeiten da kommen, anerkannt, und dann kommen wir zum Punkt Integration. Der will sich also integrieren, wird ihm zugute gehalten. Während dem Westbalkanesen der gleiche Wille als Wirtschaftsflucht zur Last gelegt wird. Ja. Du hast vorhin ausgeführt, wenn die Kosovaren und Konflikte hierher kommen, die könnten durchaus einen Asylantrag stellen, müssten aber nachweisen, dass sie tatsächlich verfolgt sind. Sprich, da wäre eine Umkehr von der Beweislast. Mhm. Also so wie ich das Asylrecht verstanden habe, müsste doch egal, wer kommt, muss immer beweisen, dass er verfolgt ist, weil das ist ja immer eine Individualprüfung, die da vorgenommen wird. Wo ist da jetzt die Umkehr? Ja, nehmen wir mal zum Beispiel Eritrea. Da gibt es ein bisschen neuen Gegenstand, einen schönen kleinen Artikel drüber drin. Fluchtursache Eritrea, Unterdrückung. Der Staat ist eingestuft als einer, der seine Bevölkerung unterdrückt. Wenn der jetzt herkommt, der eritreanische Flüchtling, und sagt, ich komme aus Eritrea, wer verfolgt, dann ist es gewissermaßen bereits die ganze Begründung. Mehr muss der nicht mehr sagen. Ich komme aus Eritrea, das ist in der Liste der Länder vom deutschen Außenministerium, vom Auswärtigen Amt, gilt als Unterdrückerland. Er kann sich berufen auf die staatliche Entscheidung, Eritrea gleich Unterdrückung. Kommt aus Kosovo oder vielleicht sogar aus dem EU-Land Rumänien als Roma, da muss er beweisen, dass er speziell, er und seine Sippe, in dem Dorf, wo er wohnt oder in der Stadt, wo er nicht wohnen darf, weil er immer vertrieben wird, aus rassischen, politischen, religiösen, sexuellen, ich weiß nicht, welche Titel noch sind, Motiven verfolgt wird. Das meine ich mit Beweis als Umkehr. Der eritreanische Flüchtling kann sich auf den Beweis verlassen, indem er einfach sagt, ihr habt doch selber Eritrea als Unterdrückerland klassifiziert. Jawohl, ich komme daher, also bin ich unterdrückt. Während die Kosovaren und die rumänischen Roma, die müssen sagen, ich komme zwar aus einem von euch für sicher gehaltenen Land, habe ich in eurem Liste gelesen, aber ich speziell, weil Sinti oder weil Roma oder weil Mohammedaner im christlichen Umfeld oder Christen im mohammedanischen Umfeld oder was auch immer die Möglichkeiten sein mögen, ich werde und meine Sippe wird verfolgt. Das machen wir, die verdienen den Beweis. Das ist gar nicht so leicht. Ja. Ja. Das ist auch ein Beispiel, wenn man von sexueller Orientierung bedroht sind. Wie kann man das beweisen? Wenn man von sexueller Orientierung bedroht ist, Beispiel in Nigeria, dann fliegt man einfach hier
Wie kann man das beweisen, wenn es schon festgestellt ist, dass es eine 14 Jahre Haftung gibt und so? Aber trotzdem kann man das nicht beweisen. Aber das ist einfach ein Verzweifel von der Bundesamt. Ich weiß nicht, von welchem Weg kommst du auch aus einem Land, erst vor kurzem bist du in Deutschland aufgewachsen? Ich bin aus Nigeria. Wie bitte Sie sind? Ich bin aus Nigeria, ich bin auch Flüchtling. Ja. Es gibt auch in Afrika mehrere Länder, die zum Beispiel Homosexualität unter Strafe stellen, zum Teil sogar unter Todesstrafe. Ja gut, so ein Land, wenn man dann aus Uganda kommt, zum Beispiel kommt, dann kann man sich darauf berufen, das steht in der Liste drin. Aber ist es vielleicht in Uganda so, aber in anderen Ländern gibt es kein Gesetz dazu, aber de facto werden Homosexuelle von der dortigen Bevölkerung oder von den dortigen unteren Staatsorganen als Feinde behandelt und entsprechend ausgeschlossen aus dem gesellschaftlichen Leben. Das muss der nachweisen. Dass er tatsächlich aus sexueller, wegen seiner sexuellen Orientierung dort kein Recht hat, normal zu leben. Ja, und das kann man natürlich praktisch nicht. Also so, weiß mal nach, dass irgendeine Schikane oder sonst was, was man erfährt, jetzt aufgrund einer sexuellen Orientierung daraus schlussfolgert. Die Sache ist noch schlimmer. Das sind nämlich alles oft Staaten in Afrika, die sind befreundete Staaten. Das sind Staaten, die Deutschland auf die Liste seiner Feindstaaten gesetzt hat, wie sagen wir mal die frühere Sowjetunion oder Eritrea oder Nordkorea. Da gibt es so eine Liste von Staaten, die Deutschland explizit für Feinde der Menschheit hält. Die meisten afrikanischen Staaten, die sind assoziierte europäische, die sind mit der Europäischen Union assoziiert. Die haben Handelspräferenzen für ihre Produkte und so weiter und so fort. Die kriegen bevorzugte Kredite. Da sind die dortigen Regierungen anerkannt und dann behandelt als Statthalter der Integration dieser schwarzafrikanischen Staaten in den Weltkapitalismus, im Weltmarkt. Und jetzt behauptet der gute Museveni und der gute, ich weiß nicht, Banda oder sonst wo, wie die Präsidenten dort heißen, noch, der Mann, mit dem Deutschland beste Beziehungen unterhält, damit die dortigen Rohstoffe wunderbar nach Deutschland kommen und die deutschen Investitionen dort in die richtigen Hände kommen und gut bewacht werden, der soll angeblich der Oberste verantwortlich sein für Schuriegeln von Staatsbürgern. Das ist schwierig. Die politische, sexuelle oder religiöse Verfolgung durch solche Staaten fällt vom Standpunkt Deutschland aus nicht einfach zusammen mit Feindstaat. Das mag bei Kuba noch, ändert sich ja auch gerade, Kuba ist ja gerade eingemeindet. Bei Kuba war das bis vor kurzem auch so, wer gesagt hat, ich, Demokrat, werde verfolgt von den dortigen Kommunisten. Ja, der hat sein Argument fertig. Bloß wenn jetzt Kuba allmählich wechselt, die Seite wechselt, mag sein, dass er immer noch verfolgt wird oder vielleicht irgendwas anderes verfolgt wird. Jetzt ist aber der alte Fidel Castro, immer der Bruder, der neue Freund, der neue Garant für marktwirtschaftliche Entwicklung dort. Und der soll die verfolgen. Wahrscheinlich bis der Halunk und bis der arbeiten. Beweis das mal, dass du dich darum bemüht hast und so weiter und so fort. Und das sind die Schwierigkeiten, dass die Unterdrückung, die jemand geltend macht, unter der er leidet, nicht mehr zusammenfällt mit dem Charakter des Staats, als der ist sowieso ein Feindstaat. Das war früher beim Kommunismus einfach. Sowjetunion, sozialistisches Polen, sozialistisches Bulgarien. Wer dort Dissident war, war automatisch Dissident vom Feindstaat. Ja, das ist wunderbar. Da kann man sich dann dort berufen, wie gesagt, auf die Liste des Außenministeriums und sagen, ich bin auch für freie Meinung und jetzt sieht er, ich bin verfolgt. Zack, war er schon Asylbewerber anerkannt. Ein Beispiel ist auch bei meiner Asylbefragung 2005, haben die ungefähr 10 Punkte, die Sachbearbeiter nicht als Team ziehen. Aber er hat keine Untersuchung gemacht. Er vermutet, dass ich nicht als Steuerbeamter gearbeitet habe, dass ich nicht auch Banken und Wiesen studiert, dass ich einfach Punkt, alle war ungefähr 10, hat er auch, nein, ich glaube das nicht. Einfach nur so, ohne Überprüfung, und das war einfach so. Aber letztendlich, 4 Jahre danach, muss ich auch immer kämpfen, auch mit Politikern treffen und ein bisschen Druck zu machen, die gleiche Bundesamt hat in den nächsten, nach 4 Jahren ja gesagt. Aber ich war 3 Jahre von Abschiebung bedroht. So, das ist immer die Spiel.
So, dann werden, wenn jetzt doch keine Fragen mehr sind, noch Fragen zu dem Teil. Kommen wir jetzt zu dem, wo ich vorhin schon gesagt habe. Das Stichwort Wirtschaftsflüchtling ist ein schöner Übergang zu dem, was Integration ist. Die Motivation, die ein Wirtschaftsflüchtling hat, ich will dorthin, wo ich arbeiten kann, und zwar arbeiten kann nach den Maßgaben, nach den Vorstellungen eines Arbeitgebers, dem er einen Lohn dafür gibt, den er kalkuliert hat, der mir Aufgaben überträgt, die er von seinen dafür eingestellten Ingenieuren und Sachbearbeitern einrichten hat lassen. Das ist jemand, der eigentlich alles erfüllt, was nötig ist, damit man in einem Land wie Deutschland mit Kapitalismus, mit freier Marktwirtschaft ankommt, gern gesehen ist. Jetzt sehen wir mal die Flüchtlinge, die ja herkommen, zu uns herkommen, nach Deutschland. Und dann gibt es dieses Verfahren, wo sie geprüft wird, seid ihr wirklich aus Syrien, seid ihr nicht etwa aus dem Gebiet des Islamischen Staats, seid ihr wirklich unterdrückte Bürger von Assad. Der wird also anerkannt als entweder Kriegsflüchtling oder als Asyl, als berechtigter Asylbewerber. Das dauert halt seit das Verfahren und dann gibt es irgendwann die Möglichkeit, jetzt kannst du dich integrieren. Was heißt das, integrieren? Komm doch da an vor. Erstmal ist es natürlich erstmal negativ ist es, den Status als Flüchtling zu verlassen. Das heißt, als Flüchtling Arbeitsverbot, man darf sich überhaupt nicht auf die meisten Stellen bewerben, man ist jetzt beim Teil von Sachleistungen abhängig oder ansonsten von dem Geld, was einem da zugewiesen wird, und hat jederzeit die Möglichkeit, abgeschoben zu werden. Integration positiv heißt dann, man muss all die Sachen machen, die man hier als deutscher Staatsbürger auch machen muss. Man muss schauen, dass man seine Miete bezahlen kann, dass man die Wohnung findet, dann, dass man seine Miete bezahlen kann und dass man seine Arbeitskraft bekommt, dass man irgendjemanden findet, bei dem man arbeiten kann. Nehmen wir mal die erste Hälfte noch, was man jetzt nicht mehr ist. Man ist nicht mehr bloß Flüchtling. Man wird nicht mehr versorgt durch irgendwelche staatlichen Kassen. Wollen wir darüber noch mal ein paar Gedanken verschwenden? Was ist das für Status, wenn man versorgt wird im Kapitalismus? Ja, ziemlich prekärer. Weil das ja keine Versorgung ist, die Maßstab nimmt an meinen Bedürfnissen, im Sinne von, was brauche ich alles, das bekomme ich. Sondern Versorgung ist immer abhängig hier. Das weiß auch jeder, der mal im Kapitalismus von irgendeiner Hilfe abhängig war. Der abhängig ist von ganz vielen Bedingungen. Jetzt kommt bloß beim Flüchtling noch was hinzu. Das ist bei jedem Hartz IV. Menschen, der die Erfahrung mit Hartz IV gemacht hat, weiß, was das bedeutet. Aber jetzt müssen wir noch gewissermaßen einen Zahn zulegen in der Bestimmung der Lage bei den Flüchtlingen. Die sind auch in einer Sonderlage. Das merkt man zum Beispiel daran, Hartz IV, da kriegt man eine bestimmte Summe Geldes, die politisch festgelegt wird. Die Flüchtlinge, die im Verfahren, im Anerkennungsverfahren sind, haben bisher auch eine bestimmte Geldsumme bekommen, aber niedriger, noch niedriger, mit Abschlag. Warum? Es ist doch Hartz IV schon wenig genug. Und der Mensch, der aus Afrika oder aus Syrien oder sonst wo kommt und mit nichts weiter als dem, was er am Leib trägt und vielleicht in einem Rucksack oder in einem Koffer noch drin hat, der hat doch erheblichen Bedarf. Das reicht doch nicht.
Das reicht noch weniger wie bei dem, der als dann nach 20 oder 30 Jahren Arbeitsleben plötzlich rausgeschmissen wird aus seinem Betrieb, in kein Neuen mehr reinkommt, weil er zu alt ist oder die falsche Qualifikation hat oder öfter krank ist, war. Der hat immerhin eine Wohnungseinrichtung, Kleidung im Schrank. Und was hat sich im Laufe des Lebens auch bei relativ wenig verdienenden Menschen so ansammelt. Diejenigen, die da per Schleuser oder per Fußmarsch über die Balkanroute zu uns kommen, die haben nichts. Man sieht es im Fernsehen, die haben noch nicht mal einen Mantel gegen die Kälte, die bei uns herrscht. Ausgerechnet denen wird weniger gegeben als einem Hartz-IV-er. Logischerweise müsste man sagen, die brauchen noch einen Zuschlag für Wohnungseinrichtungen beschaffen, Kleidung beschaffen, Kinderspielzeug für die Kinder etc. pp. Was halt so eine Familie alles braucht. Ja, logischerweise nur dann, wenn das der Maßstab wäre. Wenn der Maßstab der Hilfe tatsächlich wäre, was braucht ein Mensch? Das ist aber der Maßstab bei Hartz IV. Hartz IV wird ausgerechnet, da ist auch sowas drin für Familien, dass die Kinder irgendwas zur Bildung haben, zum Spielen und so weiter. Und da ist es das nicht. Woher kommt das? Der Peter hat schon recht. Der Maßstab ist sowieso nicht, was die Leute von sich aus brauchen. Hartz IV ist auch ein bemessener, von oben bemessener Betrag. Und ich habe es vorhin ja schon verraten, ich wollte auch nicht Hartz IV heute zum Thema machen. Das hat seinen Grund darin, der soll einen gewissermaßen eingebauten Ansporn haben, sich nicht auszuruhen auf Hartz IV. Der soll keine Hängematte werden. Der soll immer den Stachel haben, in dem Fall den finanziellen Stachel haben. Schau mal, dass du wenigstens einen Zusatzverdienst hast, sonst reicht es bald nicht mehr. Irgendwann sind die Sessel durchgesessen, irgendwann ziehst du es auch rum, brauchst neue Kleidung, irgendwann reicht es halt nicht mehr. Mit 400 Euro pro Monat kommt man auch als Mensch nicht aus, der einen Schrank voll alte Kleider hat und so weiter. Also soll ein Stachel drin sein im Geldbezug, der den Menschen dazu bringt, Herrschaft, ich brauche einen Lohn, ich brauche eine Arbeitsstelle. Dann, Asylbewerber, ist das genau erstmal nicht der Fall. Der hat auch mal einen anderen Stachel, denn ein noch weniger, ein noch kleinerer Betrag als der Hartz IV ist natürlich auch ein Stachel. In welche Richtung geht der Stachel? Ja, dass er sich hier nicht festsetzt oder dass er nicht mehr kommt. Oder halt auch der soll mal bei Heim erzählen, falls er da mit seinem Handy noch in Kontakt ist. Soll mal erzählen, wie weit man kommt, wie kleine Schritte, Sprünge man machen kann, mit ungefähr 250 Euro monatlichem Salär. Der soll erzählen, wie sich's lebt, auf 10 Quadratmetern, Mann, Frau und 5 Kinder. Der soll mal nach Hause berichten, wie kalt bei uns der Winter sein kann, schon der Vorwinter, der Herbst, und wie unfreundlich und wie schlecht es einem geht, wenn man da keinen gescheiten Mantel hat und so weiter und so fort. Der soll sich rumsprechen dort. Der soll sich nicht einrichten in die deutschen Verhältnisse, als da lässt sich doch auskommen mit. Relativ 400 Euro ist das für einen Menschen, der aus Afrika kommt oder aus Syrien, viel Geld. Mehr hat er dort auch nicht gehabt, die meisten sogar weniger. Also ist der Stachel gewissermaßen nicht, schau mal, dass du möglichst schnell um Arbeit bemühst, sondern ist der Stachel anders. Merkt er mal, Flüchtling sein ist ein Status, da nützt du niemanden. Niemand kann dich brauchen hier. Bestimmt der Staat. Ob es wirklich wahr ist, ist ja gar nicht die Frage. Das ist ein Staatsurteil. Du bist nicht zugelassen zur Arbeit. Noch für den billigsten Lohn wirst du nicht arbeiten. Du bist also im Status der Überflüssigkeit festgebannt. Im Status der Nutzlosigkeit für andere. Damit auch im Status eines Menschen, der sich nicht, der sein Arbeitsplatz nicht verwerten darf. Der sich also merken soll, entweder er kann beweisen, dass er wirklich gute Asylgründe hat, dann kommt er in den Status dessen, der zugelassen wird zum Markt, zum Arbeitsmarkt, oder aber soll sich am besten möglichst bald rollen, weil er sonst nämlich hier vor die Hunde kommt. Und vor allem soll er bei seiner Verwandtschaft und Bekanntschaft im fremden Land nicht als der große, reiche Onkel aus Deutschland dauernd was überweisen können, sondern er soll so arm sein, dass da nichts ankommt, außer Meldungen, Vorsicht, Deutschland ist nicht das Paradies, was ich mir vorgestellt habe. Aber parallel würde die deutsche Regierung
die Situation von den Flüchtlingen hier nicht veröffentlichen. Die würde das auch nicht veröffentlichen. Die machen die Propaganda, dass Deutschland eine reiche Stadt ist. Ja, ja, aber dass alles gut geht, dass man auf die Straße konnte Geld auf die Straße finden, mhm, dass alles geht ganz gut bei allen. Ja. Es gibt viele Deutsche, die nicht essen können. Ja. Aber da muss ich sagen, wenn eins erfüllt ist, wenn du zugelassen bist, wenn du hier bleiben darfst, dann ist Deutschland gemessen an Afrika oder Syrien ein Paradies. Warum ich sage, seit 2007 habe ich Kontakt mit einem SPD-Abgeordneten vom Bundestag, gestern. Habe ich ihm immer gesagt, wenn Deutschland die Leute hier nicht wollen, sollte der Bundestag ein Dokumentar machen. Einfach um das Leben der Flüchtlinge hier, konkret das Lagersystem, die Beschränkungen alle, hat er gesagt, ich würde mit meinen Kollegen in die Migrationsausschuss sprechen. Immer wenn wir uns treffen, ist immer das Gleiche. Die würde das nicht. Die Regierung möchte nicht das zeigen, dass es auch schrecklich geht. Aber gleichzeitig möchte die auch, dass die Leute hier einfach in diese Lage leben und berichten einfach wieder in Heimat, dass es nicht gut geht. Dieser Konflikt ist das Problem. Das ist eine große Propaganda. Also ich würde sagen, Deutschland will einerseits erscheinen als gastfreundliches Land, als aufnahmebereites Land, und andererseits will es zugleich deutlich machen, wer aber hier keine guten Gründe hat, aufgenommen zu werden, der erfährt es gewissermaßen an der Behandlung, wo er lebt, mit wie viel Geld auskommen muss, dass er hier in Deutschland überflüssig ist. Dass sich lieber besser wieder aufmacht, in ein anderes Land zu gehen, am besten wo er herkommt, um dort sich dort nützlich zu machen und sich vielleicht von dort aus noch zu bewerben, um Plätze, die in Deutschland vielleicht mehr bringen, als eben das bisschen, was man als Asylantragsteller als vorübergehendes Salär bekommt. Dieser Abgeordnete, das ist doch eine echte linke Bazille. Der tut dir gegenüber so, als würde er dein Anliegen teilen. Ja? Und es wäre ein Skandal, dass die Asylbewerber so leben müssen. Das tut er dir gegenüber so. Und er tut dir, verkauft dir das als Geschichte, dass er sich bei seinen Abgeordnetenkollegen für dich einsetzt und diese skandalösen Zustände zum Thema macht. So tut er. Und als hätte er es mit denen besprochen und als wollten die Fakten nicht zur Kenntnis nehmen. Die im Bundestag sind doch diejenigen, die diese Zustände per Gesetz immer wieder beschließen. Dauernd immer die neuen Beschränkungen und so weiter. Und zu tun, als wüssten die das nicht, das ist doch irgendwie eine Heuchelei hoch drei, oder? Rex, hast du Martin Schlecht gesagt? Nein, Martin Gester. Nicht Michael. Martin Gester aus der ersten von Biber. Ja, das, du kannst ja solche handeln, aber es gibt auch im Bundestag welche, die von der Opposition, der Linkspartei sind, bei denen sind einfach solche bei. Ne? Ja, aber noch nicht SPD. ich will es gar nicht, das Entscheidende ist, dass da vielleicht ein Heuchler dabei ist. Entscheidend ist, es gibt tatsächlich vom Standpunkt, das merkst du auch an der Merkel, wie die das da gemacht hat, Deutschland ist ein gastliches Land. Das ist ja für sich nur selber zu erklären, dass sie nicht bloß reine Heuchelei ist, sondern tatsächlich eine Botschaft an die Welt. Was ist denn der Grund dafür, dass die Kanzlerin und auch viele Teile aus der CDU, auch CDUler, SPDler und nicht bloß nicht von der Linkspartei, tatsächlich sowas propagieren wie Deutschland ist aufnahmebereit für alle Menschen, die sich hier integrieren wollen, um es mal auf den Punkt wieder zu bringen. Ja. Und das ist ja tatsächlich das, was Rex angesprochen hat. Es gibt ja beide Seiten und die beißen sich dann gelegentlich auch. Es gibt nämlich immer die Seite, dass Integration ja durchaus erwünscht ist, dass es immer wieder Bereiche gibt, in denen der sogenannte Fachkräftemangel herrscht. Das heißt dann nichts weiter wie, es gibt nur einen bestimmten Schlüssel von Bewerbungen auf eine bestimmte Stelle. Was weiß ich, bei Informatikern sind das, glaube ich, ab dem Moment, wo sich nur 10 Leute auf eine Stelle bewerben, herrscht Fachkräftemangel. Das heißt, da hat die Gruppe, die sich da sozusagen bewirbt auf diese Stellen, doch scheinbar eine zu große Macht, zu viel Einfluss darauf, sich auszusuchen, welche Stelle sie nehmen. Das ist, was man nicht erwünscht, also Fachkräftemangel. Also sollen sich Leute aus anderen Ländern dort auch bewerben. Und dafür ist es gut, als gastfreundliches Land dazustehen und zu sagen, bei uns gibt es die Möglichkeit für Leute,
mit zum Beispiel gewissen Ausbildungen oder für Leute, die ein Interesse haben, sich zu integrieren oder wie auch immer das dann verpackt wird, hier anzukommen. Und das sorgt dann für das, was ich zumindest bei dir rausgehört habe, für diesen Widerspruch, mit dem die umgehen müssen. Auf der einen Seite als integrationsfreundliches Land dazustehen und auf der anderen Seite gleichzeitig die Leute, die man nicht haben will, abzugreifen. Ja. Ich bin auch dann, ich will mal an der Stelle weitermachen, wo wir vorhin waren. Jemand, der also dann im Verfahren ist, der wird erstmal behandelt als jemand, der niemandem nützt, der sich deswegen ja auch nicht verkaufen darf, der vielleicht riskiert, wieder zurückgeschickt zu werden, der also im Status des Überflüssigen erstmal, und zwar amtlich, nicht vom Markt, nicht vom Arbeitsmarkt, amtlich in den Status, im Status des Überflüssigen, des Nichtbrauchbaren per Dekret, per Beschluss festgehalten wird, solange das Verfahren läuft. Ist das Verfahren positiv beschieden, da will ich jetzt weitermachen, kriegt er gewissermaßen die Freiheit, jetzt darfst du dich integrieren. Und da will ich jetzt weitermachen, was heißt dann integrieren? Jetzt darfst du dich integrieren. Denk mal, ich habe es mehrfach unterstrichen und wieder, auch wiederholt, ob der wirklich überflüssig ist, der Mensch, der aus Afrika oder Syrien oder sonst aus Afghanistan nach Deutschland kommt, wirklich überflüssig ist und keinen Arbeitgeber finden würde, wenn er wollte, das ist am Anfang des Verfahrens gar kein Argument. Das zählt am Anfang gar nicht. Das wird per staatliches Verwaltungsverfahren gewissermaßen erstmal ausgeschlossen. Du bist noch nicht zugelassen zum Integrieren. Wenn das Verfahren rum ist und der positive Bescheid da ist, positiv heißt also, jawohl, du bist anerkannter politischer Flüchtling, also wird dir Asyl gewährt. Dann darfst du jetzt mit bestimmten Auflagen dich frei bewerben und so weiter und so fort. Dann kriegst du vom Staat, durch den staatlichen Beschluss, den bisherigen Stempel überflüssig, bloße Last, ja, kassiert bloß Geld, wäre auch wenig, aber bringt nichts dafür. Den Stempel kriegst du jetzt ersetzt durch einen neuen Stempel, darf sich frei bewerben. Jetzt kommen wir nämlich zu einem ganz wichtigen Punkt bei der Integration. Darf sich frei bewerben, um Arbeitsstellen, damit er überhaupt Geld, regelmäßig Geld hat für sich und seine Familie. Geld hat für eine Wohnung. Also darf sich auch um Wohnungen bewerben. Er darf sich anmelden in der Stadt oder in der Gemeinde, wo er wohnt, als Einwohner. Muss sich sogar anmelden. Denkt mal an die Kategorie überflüssig. Er war zunächst mal behandelt worden als überflüssige Last. Du kostest bloß, bist Kostgänger und taugst zu nichts. Jetzt sagt der Staat, Moment, jetzt dürfst du es probieren. Ob du zu was taugst. Überlegen wir mal, was jetzt folgt. In was für einer Lage befindet sich jetzt der Mensch, der jetzt die negative Bescheinigung, darf nicht Arbeitsstellen annehmen, abgezogen bekommt und die neue Berechtigung, du darfst dich um Arbeit bewerben. Denkt ihr mal an Integration. Ja, der muss jetzt beweisen, dass er nicht überflüssig ist. Ja. Der muss auf den Arbeitsmarkt, muss gucken, nachdem wie der Arbeitsmarkt aussieht, muss sich bewerben. Und je nachdem geht der Beweis aus. Der muss jetzt beweisen, dass er nicht überflüssig ist. Der Staat hat einen Blick gesagt, du bist jetzt nicht mehr überflüssig, sondern bist jetzt brauchbar. Also gehst du zur Arbeitsagentur und wirst dort und dort und dorthin geschickt und da kriegst du auch deinen Platz. Der passt genau auf deine Qualifikation, auf dein Profil oder wie man das sagt. Genau dafür bist du der richtige Mensch. Warum wird das nicht so gemacht? Wäre doch viel einfacher. Die Leute, die sich bei uns einwandern, würden sich viel leichter tun, wenn sie anerkannt sind als Asylbewerber oder als Kriegsflüchtlinge mit Daueraufenthaltsstatus. Wenn man sie verzeihen würde, du machst das, was kannst du? Du hast studiert, Arzt, machst einen Arzt, noch mal vorher Deutsch lernen, damit du die Patienten auch verstehst und so. Alles das, warum geht es nicht so? Wäre doch viel, viel, viel sicherer. Also wenn man schon sagt, integriert euch, Ausrufezeichen. Das ist doch die sicherste Methode, du gehst dorthin, du gehst dorthin, du gehst dorthin, mach mal das ein paar Jahre und dann sehen wir weiter. Ja, aber das hast du vorher schon gesagt, der Staat fühlt sich dafür ja gar nicht zuständig, für die Leute zu sorgen.
Also er schafft halt Voraussetzungen, unter denen sich die Leute bewähren können. Ja. Und es bleibt dann den Leuten halt selber überlassen. Alles andere wäre ja Planwirtschaft. Wenn die sich integrieren müssen, sollen sie sich ja in die freie Konkurrenz integrieren, ja, und nicht in irgendein Versorgungssystem, was es gar nicht gibt. Das ist wirklich eine verfickte Sache, sich in der Konkurrenz zu integrieren. Integration heißt, warte mal, Integration heißt doch, jetzt hänge ich mir irgendwo fest, bin dann drin, links und rechts sind welche von mir, oben und unten, irgendwo hänge ich dann da drin in der Maschinerie. Es soll mich aber integrieren, nicht in einer Maschine, wo ich dann irgendein Rädchen bin, sondern ich soll jetzt mal irgendwie als Rädchen mich in die Maschine reinbegeben und schauen, wo passe ich dazu. Das ist mir selber aufgetragen. Such dir einen Platz, wo du passt. Und jetzt bist aber du gar nicht derjenige, der sich den Platz sucht, sondern andere entscheiden darüber, ob die Plätze, die sie geschaffen haben, solche sind, wo du dazu passt. Also wird das jetzt gemacht? Also die wollen doch irgendwie einführen, habe ich gesehen, dass es so Jobs für Flüchtlinge gibt, wo die 30 Euro die Stunde kriegen. Dann können die halt schon dann große Unternehmen einfach vergeben, als Flüge arbeiten. Wenn sie was? Dass sie halt für 3-4 Euro arbeiten können, sozusagen, wie man jetzt auch irgendwie einführen will. Ich denke, da wird dann schon einfach bestimmt, ihr geht jetzt dahin für die Firma arbeiten und ihr für die und die. Also ich denke, es wird schon darauf hinauslaufen. Also die sind ja auch nicht doof. Also die wollen die auch für sich benutzen. Also, und dann stellen wir mal, das könnte darauf hinauslaufen, dann arbeitet man für 3-4 Euro. Mhm. Würdest du das machen? Bitte? Würdest du das machen für 3-4 Euro? Arbeit? Ich jetzt nicht, aber wenn ich jetzt. Ja, warum nicht? Warum nicht? Will, warum willst du nicht? Warum du nicht? Weil ich deutscher Bürger bin und die Möglichkeiten habe, für mehr Euro die Stunde zu arbeiten. Ja, vielleicht gibt es neben Möglichkeiten noch ein Wort, was mir wichtig ist, nämlich die Notwendigkeit. Du brauchst mehr. Du kannst von 3-4 Euro nicht leben. Wenn du sagst einfach, der Ausländer kann doch dann sich für 3-4 Euro verkaufen, sagen wir mal, das ginge so. Das will man ja so machen. Ja, noch ist es nicht so weit, noch gilt Mindestlohn. Mhm. Das ist zurzeit eine Forderung der Arbeitgeber. Aber jetzt überlege mal vom Standpunkt des Einwanderers. Wie kommt der auf die Idee, für 3-4 Euro zu arbeiten? Hätte er gleich fast daheim bleiben können. Jetzt muss man überlegen. Denk mal an das Bild, du bist jetzt also so ein Mensch, der ein paar Fähigkeiten hat, aber irgendwas was im Kopf, kannst meinetwegen auch noch Deutsch, nachdem du den Kurs absolviert hast, kannst du zumindest das Minimaldeutsch, was man braucht, um irgendwo Arbeitsanweisungen lesen zu können und sie vielleicht unterschreiben zu können und so weiter und so fort. Alles das ist dann also gelaufen. So, jetzt darfst du dich bewerben. Jetzt entscheide die andere Seite, ob du brauchbar bist für ihre Zwecke. Die andere Seite sind Arbeitgeber. Überlegen wir mal, was der Mensch, der jetzt aus Syrien oder aus Afrika da kommt, zu bieten hat. Da kann man einfach sowas, wie heute früh war im Radio zum Beispiel ein Interview mit dem Grillo, das ist der Chef des Arbeitgeberverbands der deutschen Industrie, Bandekunde der deutschen Industrie. Der hat gesagt, ja, das ist schwierig mit den Leuten. Wir wissen, dass die gerne arbeiten wollen. Aber Deutschkenntnisse schlecht. Die Qualifikationen, die sie da aus Afrika oder in Syrien mitbringen, die Zeugnisse, erstens können wir sie nicht lesen, das lässt sich vielleicht übersetzen, aber stellt sich raus, das sind keine Qualifikationen, die zu unserem kapitalistisch hochentwickelten Industrie- und Dienstleistungswesen passen. Die behaupten, sie sind Ingenieure, weiß ich, was der als in Syrien oder in Afrika als Ingenieur gemacht hat, vielleicht ist das bloß ein Titel. Hat er noch nie als solcher gearbeitet. Da hat er gesagt, von der Bewerberzahl her, wir erkennen das an, dass die Bewerber arbeitswillig sind, haben so viel auf sich genommen, trief. Arbeitgeber sind ja, wenn sie interviewt werden, immer sehr menschenfreundlich. Würden sie gern nehmen, aber weithin muss man sagen, sie sind das Geld nicht wert, was wir ihnen bezahlen müssen. Da ging es um Mindestlohn. 8,50 für so jemanden aus Afrika, das rechnet sich nicht. Wie kommt denn der auf, dass ich das 8,50 bei denen nicht rechnen und beim deutschen Arbeiter, hat man ja festgestellt, haben sie auch vorher so geredet, es gäbe in Deutschland viele Arbeiter, die wären es nicht wert. Mittlerweile gibt es die 8,50 als Mindestlohn. Und siehe da, es sind nicht Arbeitsplätze verschwunden, sondern wegen Konjunktur sogar Arbeitsplätze geschaffen worden. Zwar für mindestens 8,50. Warum behauptet der Grillo, die Leute wären keine 8,50 wert?
Für 8,50 hat er hier schon die Auswahl von Leuten, die den Job machen können. Ja, und zwar die Deutsch können und halbwegs jedenfalls lesen und schreiben können und rechnen und was der Geier was. Und nicht etwa die ganzen Risiken eines Menschen mit sich bringen, von dem man nicht weiß, was er wirklich kann. Also die Aber wenn der als Sonderangebot macht, der Mann aus Afrika oder die Frau, wenn die zum halben Preis arbeitet, dann sagt der Grillo, unproduktiver ist als der Deutsche, der in Deutschland aufgewachsene junge Mann. Dann macht nichts, wenn er wegen unproduktiver ist, weil er ja billiger ist. Das ist die ideologische Art, darüber zu reden. Als billiger würde ich all die Nachteile in Kauf nehmen, die er so mit sich bringt, schlechte Deutschkenntnisse etc. pp. Dann wäre man recht. Der Mindestlohn ist also ein Riesenhindernis für die Integration, sagt der Grillo, der Kapitalistenboss. Die Rechnung funktioniert natürlich andersrum. Also das ist nicht die Prüfung von jedem einzelnen Immigranten, ob der nun wirklich schlechter oder besser als Arbeitskraft tauglich ist für das Interesse, sondern andersrum, das Generalurteil über die Leute, sie sind weniger praktisch, ist ziemlich nützlich für dessen Interesse. Nämlich zu sagen, da lässt sich ein ganzer Sektor an Leuten schaffen, die haben ein Interesse zu arbeiten und die kann ich für viel weniger arbeiten lassen, als man einen deutschen Arbeiter für den Job, für den Preis findet. Warum? Für viel weniger arbeiten lassen? Und kann ich? Hast du gesagt, kann ich? Ja, erstmal aus dem Interesse der Leute heraus. Weil die, die den Scheißvergleich machen müssen mit von nix oder wenigstens 4,50 kriegen oder 3. Von denen ist der Vergleich so, müsst ihr mal überlegen, wie fatal das ist. Jetzt machen sich die Menschen 5000 Kilometer auf, um nach Deutschland zu kommen und dann müssen sie feststellen, wenn sie da überhaupt ankommen wollen, oder in anderen europäischen Ländern, wenn sie da überhaupt ankommen wollen, müssen sie ein Sonderangebot machen in der Lohnfrage. Jetzt ist es doch gekommen, weil es ihnen dort schlecht gegangen ist. Jetzt wollen sie doch hier ein bisschen eine eigene Existenz aufbauen. Vielleicht haben wir eine gescheite Wohnung, haben die Kinder und so weiter, warm soll es haben, etc. pp. Die sollen in die Schule gehen, die sollen was lernen. Die nächste Generation soll dann aufsteigen können, wie halt Eltern so denken. Und jetzt wird er konfrontiert mit der ökonomischen Tatsache, dass die Kapitalisten, die Nachfrage nach ihrer Arbeitskraft sagen, ja, brauchbar wäre der schon, aber nur zum Sonderpreis. Das ist eine Härte. Auch wenn der Mensch dann sagt, naja, zwischen 0 und 4, 4 Euro haben und nicht, haben sie schon 8 Euro. Das stimmt aber nicht, das sind keine 8 Euro, es bleiben 4 Euro und von den 4 Euro ist auf Dauer in Deutschland nicht zu leben. Der, wenn in Stuttgart sich um eine Wohnung bewirbt, geht das ganze Geld bloß für die Wohnung drauf. Aber nicht zu vergessen, die gemeinnützige Arbeit. Was meinst du damit? Gemeinnützige Arbeit, 1 Euro, 5 Cent Arbeit für Flüchtlinge im Heim, die sind gezwungen, einfach gemeinnützige Arbeit zu nehmen. Ja, aber das ist auch fragwürdig. Wann kommt das? Wann kommt es zu der gemeinnützigen Arbeit? Es ist einfach nur vom Recht auch so, die Gesetz steht auch, dass die Flüchtlinge gezwungen ist, einfach diese Gemeinnützigkeit. Aber das ist normal Arbeitsplätze. Weiß ich. Und trotzdem, die Flüchtlinge werden das machen, zum Beispiel die Schwäbisch Gmünd Fall mit dem Bahnhof und mit dieser Geschichte, war einfach eine Vereinbarung zwischen der Staat und die Arbeitskreis, denn die Bürgerinitiative, Teil von das Geld wird auch die Bürgerintegration eingebracht, aber die Flüchtlinge bekommen einen Borg-Funktion. Ich glaube, das ist aber eine Brutalität, die kommt noch vor der Integration. Ja. Also die wird den Flüchtlingen angetan, wenn sie den Status Flüchtling haben. Also die Brutalität, die Theo gerade beschrieben hat, dass sie jetzt den Mindestlohn drücken wollen, das ist ja ab dem Moment, wo die Flüchtlinge anerkannt sind als Asylanten oder als Flüchtlinge nach Genfer Konventionsstatus oder ähnliches. Und die Brutalität, die du gerade genannt hast, also ich erinnere mich, das wurde dann ja bei der Deutschen Bahn wurde wieder eingestellt, weil sie dann gemerkt haben, das kommt imagemäßig nicht so gut, wenn man die Schwarzen die Koffer von den weißen Leuten tragen lässt. Aber dabei ja die Idee, das tun wir, also das ist ja ein Schritt vor der Integration, bevor die anerkannt sind, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, so war es, bevor die anerkannt sind, während noch der Asylverfahren läuft, sollen die doch schon mal zeigen, dass sie integrationswillig sind. Und dann lässt man sie halt mal für 1,50 Euro die Koffer von weißen Touristen am Bahnhof tragen. Aber jetzt ist auch mehr brutal, mit der grünen Fernbahn zu zeigen, bei diesem Weg sagen die, wir haben versucht, eine Änderung des Gesetzes, dass die Flüchtlinge
darf ihn integrieren, die sollte auch in Ausbildung Platz bekommen, ansonsten wenn die auch beide befahren immer noch in Ausbildung und dann kommt vielleicht die Ablehnung, Abschiebung, kann man auch wegen dieser Bildung, aber das ist eine Lüge. Das ist einfach nur Integration, ist auch Abschiebung, teilweise. Dann muss man das nicht vergessen. Freiwillige Rückreise. Ja. Also du hast recht. Der Peter schon gesagt, das ist, wenn man entweder noch im Flüchtlingsstatus ist, also im Status dessen, der noch nicht richtig zugelassen ist, da gibt es tatsächlich die Variante, die Behörden wissen, dass wenn sie Flüchtlinge allzu lang im Status des bloßen Kostgängers lassen, dann verliert sich manchmal oft auch in dem ganzen Gefrett, was man da hat, in dem nicht auskommen können mit Geld, der Wille zum Rechtlichen, zum ich bin rechtstreu bleiben, will ein Bürger sein werden, der die Gesetze einhält. Da gibt es zu haben, nur bloß gegen Geld, das Geld reicht nie. Das sind natürlich, dass die Kinder oder auch die Erwachsenen dann mal nur zu lange. Also kriegen sie gewissermaßen eine Art Vorgeschmack, wie es ist oder wie es sein kann, wenn man eigenes Geld hat. Also wenn du ehrlich bleibst, kriegst du einen 1,50 Job oder 2 Euro Job. Da verdienst du zwar in der Stunde bloß 1 oder 2 Euro, aber das ist Geld, was du frei verfügen kannst, über das, was die Sozialbehörde, die Flüchtlingsbehörde dir bereits gibt als Geld für die Anfangszeit. Du kannst also deinen finanziellen Spielraum etwas erweitern und der Wille, Wirtschaftsflüchtling, sich später als Wirtschaftsflüchtling zu etablieren, in dem positiven Sinn, er will hier arbeiten, dem wird gewissermaßen eine Stütze gegeben. Ja, wer sich bemüht um, der kann sich ein bisschen den Spielraum erweitern, den finanziellen Spielraum erweitern, wenn er mal eine Phase auf sich nimmt, wo man für die Arbeit zwar kaum was verdient, aber immerhin mehr wie nichts. Das ist ein wunderbarer Einstieg dann in den Billiglohn, falls die es tatsächlich dann einführen sollten, dass für Asyl, anerkannte Asylbewerber oder anerkannte Bürgerkriegsflüchtlinge mit Daueraufenthaltsstatus, dass man für die vielleicht eine Ausnahme macht vom Mindestlohn, dann wäre das die nächste Stufe. Wenn sich aber herausstellt, sie finden keinen Arbeitgeber, dann kommen wir die 1- oder 2-Euro-Jobs rein. Da soll sich der Wille, einen Arbeitsplatz zu suchen, nicht verlieren. Deswegen dürfen wir mal schauen, dort bei der Bahn, dort bei der Gemeinde, dort beim Friedhofsamt, was zu tun gegen wenig Geld zwar, aber immerhin gegen Geld. Das sind alles so Varianten, Methoden, mit denen man den Willen zur Arbeit gegen Entgelt, gegen Geld halt warm hält. Ich wollte aber noch was dazu sagen, zu dem Punkt, wenn man jetzt in dem Status bleibt, dauerarbeitsloser Einwanderer zu sein und dann über solche 1 bis 2 Euro Jobs sich über Wasser hangeln muss oder wenn man eine Dauerarbeitsstelle kriegt, aber bloß unterhalb des Mindestlohns für 3 oder 4 Euro. Das ist ein riesen Widerspruch zu dem, was der Mensch, der hier die viele Mühe auf sich genommen hat, um nach Deutschland zu kommen, ein richtiger Widerspruch zu dem, was sich vorgestellt hat. Ich komme nach Deutschland, dann verdiene ich dort was und kann mir eine eigene Existenz aufbauen. Eigene Existenz ist ja in dem Fall nicht, ich war Kapitalist. Das ist natürlich die eigentliche Existenz, eigene Existenz. Aber das ist ja, wissen Sie auch, dass das nicht im Programm zu haben ist. Aber eigene Existenz, wie ein deutscher Arbeiter, der, wenn er ein paar Jahre hier lebt und er und seine Frau und seine Kinder, wenn sie fleißig in der Schule dann auch, alle fleißig arbeiten, dann bringen sie es zu einem sogenannten bescheidenen Wohlstand. Verglichen mit dem Herkunftsland ist es ziemlich viel, verglichen mit den Nachbarn, verglichen mit den Arbeitskollegen ziemlich wenig. Aber die Arbeitskollegen machen es einem quasi vor, das kann rauskommen, wenn man es schafft, sich zu integrieren. Und bei dem sich integrieren, was so aktives stimmt, ich integriere mich, das hat in Wahrheit was unglaublich Passives. Hoffentlich finde ich jemanden, der mich für brauchbar hält, der mich in seinen Laden integriert. Da ist der Arbeitgeber ist der Integrator, nicht ich integriere mich. Der Arbeitgeber ist derjenige, der sagt, du passt, also geh da hin. Aber du passt mir leider bloß für 4,50. Solltest du auf die Idee kommen, brauchst du mir die 7? Dann schaue ich mal, bis einer kommt, der bloß 4,50 braucht. Diese Erpressungsverhältnisse betreffen die Einwanderer.
Und diese Erpressungsverhältnisse betreffen aber auch die bereits hier Ansässigen, entweder als Einwanderer, frühere Einwanderer oder auch die Deutschen, die hier schon gelebt haben. Das nagt nämlich am Lohnniveau. Wenn man mal den Mindestlohn irgendwo aufmacht für den Sonderfall Einwanderer, haben die Kapitalisten den Vergleich, aha, einen offiziellen Einwanderer für 4,50, das ist legal. Aber wenn ich den Menschen, der 8,50 offiziell kriegt, doppelt so lange arbeiten lassen, wie am Stundenzettel steht, dann kostet er auch bloß 4,50. Das ist eine Methode, die des Unterlaufens vom Mindestlohn, die läuft schon längst. Offiziell pro Stunde, man hat, weiß ich, einen Halbstundenjob statt 8 Stunden 4, kriegt für jede Stunde 8,50, muss aber 8 Stunden bleiben. Ich lasse jede Stunde plus 4,25. So werden Mindestlöhne längst unter Boden. Und wenn die Einwanderer gewissermaßen auch 100.000-fach zur Verfügung stehen zu Sonderbedingungen, dann ist das eine richtige Erosion am Lohnniveau für diejenigen Menschen, die schon hier sind in Deutschland, sei es als ältere Einwanderer, sei es als einzige Deutsche, die stehen in unmittelbarer Konkurrenz jetzt zu den Einwanderern. Da kommen wir jetzt dann noch dazu. Das führt auch zu geistigen Problemen, zu Problemen im Kopf aller Beteiligten. Das ist ja genau der Punkt, wo wir am Donnerstag, für die Leute, die bei der Debatte dabei waren, wo wir am Donnerstag standen, zu dem Einwand, der kam, Flüchtlinge sorgen doch dafür, dass ich keine Wohnung bekomme. Flüchtlinge sorgen dafür, dass die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt steigt. Weil das sozusagen insofern ist mal vielleicht die sachlich richtige Seite hat, dass die Konkurrenz, die hier stattfindet, dass der Arbeitgeber, wie er kalkuliert, für den das tatsächlich erstmal eine willkommene Angelegenheit ist, zu sagen, naja, wenn ich jetzt die Flüchtlinge integrieren soll, wenn das die neue politische Linie ist, ich aber nicht weiß, ob die richtig Deutsch sprechen, wie die qualifiziert sind, dann geht das nur, wenn ich die einstellen kann, wenn das ein niedrigerer Lohn ist, als das, was ihr Mindestlohn ist. Hans-Werner Sinn zum Beispiel, ein großer Vertreter davon, zu sagen, es muss der Mindestlohn abgeschafft werden, um die Flüchtlinge integrieren zu können. Dann ist das erstmal die sachlich richtige Seite, wo man sagen kann, ja, das benutzen diejenigen, die hier die Arbeitsplätze einrichten, um damit Geld zu machen, tatsächlich, um das zu rechtfertigen, um zu sagen, da muss man sich jetzt halt mehr anstrengen für den Job. Jetzt wäre die Frage, glaube ich, was heute zu besprechen wäre, ob das auch die richtige Bestimmung der Sache ist. Ob wir sagen, okay, als deutscher Arbeiter, dann ist der Flüchtling halt ein Lohndrücker und dann soll er nach Hause gehen. Machen wir vorher noch schnell den Sinn, weil der Hans-Werner Sinn kennt er den, das ist ein Wirtschaftsökonom, Wirtschaftsfachmann, der jetzt demnächst in Rente geht. Das ist der deutsche Experte für die Propaganda der Lohnsenkung, für die Propaganda der Entkrustung des Arbeitsmarkts. Also zum Beispiel lauter Einstellungs- und Arbeitsmarkthindernisse, etwa Kündigungsrecht, dass wenn die Aufträge sich vermindern, der Mensch nicht gleich rausschmissen, dann kann der Kapitalist, der Arme, doch tatsächlich ein halbes Jahr warten muss, bis er endlich los wird. Und wenn man sogar noch ein Übergangsgeld bezahlen muss, die arme Sau. Das alles kann der immer wunderbar erklären mit seinen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten. Und ich finde jetzt gerade das, was der Peter erwähnt hat, der Hans-Werner Sinn, hat er gesagt, der Mindestlohn hat er mit dem Grillo, dem Arbeitgeberchef, recht gegeben. Da muss ich auch als Wirtschaftsfachmann, als Ökonom, als Professor der Volkswirtschaftslehre sagen, aus ökonomischen Gesetzmäßigkeiten heraus muss ich sagen, der Mindestlohn ist zu hoch. Da wo der Grillo sagt, die sind jetzt produktiv genug, rechnet der VWL-Professor aus, jawohl, das stimmt, die sind weniger produktiv. Das ist ein Aberwitz, die stehen an derselben Maschine, am selben Band. Nebendran ist der deutsche Arbeiter, verdient doppelt so viel wie der andere und der ist angeblich weniger produktiv, bloß deswegen, weil er nicht Deutsch kann. Dabei muss er mit der Maschine, mit dem Schrauber nicht reden, den muss er bloß festziehen. Merkt ihr, was das für Schwindel ist? Für sowas kriegt man ein riesen Professorengehalt, wenn man das richtig sagen kann, wie der Hans-Werner Sinn. Und jetzt geht es noch weiter. Und jetzt finde ich das ein schöner Artikel, den wir dem im nächsten Versus hoffentlich drinstehen haben. Ich habe es jedenfalls in der Redaktion vorgeschlagen und jemand ist jetzt gerade nicht zu schreiben. Der Mann gibt doch auch mal bekannt, was Integration ist. Bei Integration denkt man doch immer als Mensch, der Geld braucht,
Integriert bin ich dann, wenn ich ökonomisch angekommen bin. Wenn ich für meine Arbeit auch gescheit leben kann. Dann bin ich richtig drin. Wie man so schön sagt, integer heißt ja auch sowas wie anständig. Da kann man sich den Anstand leisten. Da muss ich nicht mehr liebäugeln mit mal nebenher was unterschlagen oder wohin leihen. Dann ist man. Du musst jetzt gehen. Ich wollte noch was zu deiner Planwirtschaft sagen. Wenn du deinen nächsten Bus noch nimmst, dann. Um 30 fährt er. Also 30. Ja, da haben wir noch Viertelstunde. Ja, dann ist er richtig integriert, braucht nicht mehr an Diebstahl oder sowas zu denken und Unterschlagung. Er hat genug Geld, um zu leben. Und dieser Hans-Werner Sinn macht doch mit seiner Rede ist ein Integrationshindernis, Mindestlohn. Der Mensch soll doch erstmal vor allem arbeiten. Dann ist er schon mal integriert. Wie funktioniert da die Arbeit? Da dreht sich alles rum. Unser Eins arbeitet oder denkt jedenfalls, wenn er in die Arbeit geht, das macht man, damit man davon leben kann. Das dreht sich bei manchen Menschen schon erfahrungsgemäß um, dass sie merken, sie arbeiten da und sie können nicht gut davon leben. Dann meinen sie oft, das ist vielleicht persönliches Pech oder der Arbeitgeber ist zu klausig oder was immer der Grund sein mag. Oh, die Welt ist halt nicht so gut, wie man sich vorstellt. Aber der Mann, der Professor, der macht nicht so primitiv wie der Arbeiter, der unter dem zumindest Lohn ächzt und jammert und dauernd nach Schuldigen sucht, der sagt, Integration besteht darin, dass der Mensch sich daran gewöhnt, den Lohn zu nehmen und mit dem Lohn zu arbeiten und für den Lohn zu leben, mit dem Lohn zu leben, den er kriegt am Markt. Und der Mindestlohn, das kann ich als Professor der VWL mit all meinem Sachverstand auf jeden Fall bezeugen, ist ein marktwidriger Lohn. Woran sieht man das? Das will man daran sehen, sagt er in seinem Interview, dass demnächst Hunderttausende von Neueinwanderern vor den Fabriktoren und vor den Büros stehen bleiben und nicht genommen werden, weil sie bloß unterhalb des Mindestlohns genommen würden. Daran merkt man, Angebot und Nachfrage gilt auch auf dem Gebiet des Lohns. Dass man mit dem Lohn leben kann, leben können muss, kommt in seinem Gesetz nicht vor. Das kommt schon vor. Das sagt er jetzt dann folgendermaßen. Erstmal muss sich der Mensch daran gewöhnen, er muss mit dem Marktlohn auskommen. Wenn er objektiv nicht auskommen kann, kommt in dem Interview vor, was vor kurzem in der Zeit war. Wenn er wirklich objektiv nicht auskommen kann, dann kann man es nicht der Ökonomie anlasten, nicht dem Arbeitgeber anlasten, sondern es ist eine politische Entscheidung des Staats, der Gemeinschaft, der Gesellschaft, was draufzulegen. Da muss eben der Staat aus seinen Kassen so viel drauflegen, dass der Mensch mit dem Minilohn, den er vom Kapitalisten kriegt, doch irgendwie über Wasser sich halten kann. Das ist Integration. Sich daran gewöhnen, man hat mit dem auszukommen, was der Kapitalist anzahlt. Mehr ist nicht drin, weil er genau das zahlt, was der Markt erlaubt. Und zweitens gibt es dazu den Sozialstaat, der zwar nicht dafür sorgt, dass man dann in Saus und Braus leben kann, aber überleben. Wenn das der Einwanderer gelernt hat, nimm den Lohn, den es gibt, schufte das, was du dort an dem Arbeitsplatz zu tun hast. Und wenn es sich reicht, erkundige dich beim Staat, beim Sozialamt, ob du einen Zuschuss kriegst, dann bist du unser Mann oder unsere Frau. Wenn du dann auch noch mit Einordnung politisch in unser ganzes System und CDU, SPD, Grüne oder sonst was wählst, dann bist du auch noch politisch angekommen. Aber das ist dann die höhere Schule. Erst einmal muss man bei der Leben geben mit dem Lohn an im Kapitalismus. Erstmal muss man sich daran gewöhnen. Zur Integration gehört die Zufriedenheit mit dem, was man kriegt. Und jetzt gehört noch was zur Integration. Und man darf die Unzufriedenheit durchhalten, sich bewahren, dass es zu wenig ist. Die soll man sogar zum Stachel dafür nehmen, dass wenn es Angebote gibt, einen höheren Lohn zu kriegen. Für bis Zusatzqualifikation. Also vielleicht einen Lehrgang zu besuchen, damit man höher gestuft wird. Oder Angebot vom Arbeitgeber zu nehmen, mach das, dann kriegst du in einem halben Jahr oder in einem Jahr einen neuen Job. Geh also mal in eine andere Stadt, fern von der Familie. Mach dort Erfahrung und so weiter. Alles das gibt es auch im Niedriglohnbereich. Auch dort gibt es mobil eingesetzte Arbeiter. Da hat man dauernd einen Grund, auf jedes schweinische Angebot des Arbeitgebers einzugehen, für ein paar Pfennige oder in dem Fall jetzt Cent mehr, Sonderleistungen zu machen,
die einem alles das, was man mit dem Geld anfangen will, nämlich ein Leben, eine Freizeit für sich und Familie, für die Hobbys, vielleicht auch für seine geistigen Interessen darüber hinaus, alles das geht drauf und runter, weil man die ganze Zeit kämpft, zu kämpfen hat, über die minimale Schranke des Lohns hinauszukommen. Und wenn der Wille da ist, einerseits zufrieden zu sein mit dem Lohn, den man gerade kriegt, und zugleich unzufrieden zu sein, damit man jederzeit empfänglich ist für lauter Sonderleistungen, die der Kapitalist von einem verlangt, für Sonderpfennige, die man dafür kriegt, dann ist man ein guter kapitalistischer Lohnarbeiter. Merkt mal, was Integration da heißt. Deswegen komme ich auf deinen Punkt. Hast du gesagt vorhin, in unserer Marktwirtschaft, da kriegt man keinen Arbeitsplatz zugewiesen. Wenn nicht geprüft, was kannst du, auch den kann man dort brauchen. Wir sind doch, hast du dann gesagt noch, wir sind doch keine Planwirtschaft. Keine Planwirtschaft. Wann fällt einem das eigentlich ein bei Integration? Das letzte und erste Mal in jeder, ich habe jetzt schon ein paar Veranstaltungen gemacht, an der genau an der Stelle bei der Integration war immer der Gedanke, eigentlich ging es doch viel besser, wenn man jedenfalls mal beim Integrieren, beim Anfang, sowas ähnlich machen würde wie Planwirtschaft. Wenn den Leuten einen Platz geben, Arbeitsplatz geben, für den sie passen, die Qualifikation ihnen fehlt, dort, dass sie das lernen, so wie ein Lehrling in der Lehrwerkstatt, die sprachlichen Voraussetzungen, die ihnen fehlen, durch einen ordentlichen Kurs noch verpassen. Und wenn man auch noch ein bisschen was wissen soll über die geistige, das geistige Leben in Deutschland, wenn man das versteht, was im Feto daran besprochen wird, auch noch das zu verabreichen. Alles das kommt doch nicht. Aber alles, da kommen wir immer auf die Idee, ja, wenn Sie das Problem haben, wie können wir die integrieren, die vielen Millionen oder Hunderttausenden? Das ist eine Schwierigkeit. Ist Deutschland integrationsfähig genug? Sind die Leute integrationsfähig genug, die drumherum sind, um die Einwanderer leben? Sind die Einwanderer integrationswillig genug? Auf das Einfachste kommen sie nie. Mal zu prüfen, was kann der, was fehlt ihm, beibringen, Arbeitsplatz in die Arbeitsteilung reinbringen, wie viele Stunden soll er da arbeiten, rechnen wir gescheit aus und alles wird klappen. Da kommen wir wirklich ganz automatisch darauf die Idee, da wird Planwirtschaft jedenfalls, zumindest für die, wenn man sonst auch nichts davon halten mag, selbst dann gehen wir noch auf manche andere Sachen, aber wie gesagt, das muss jetzt gar nicht das Thema sein. Fürs Integrieren ist das, was die da vorhaben mit den Leuten, richtig umständlich und richtig riskant. Umständlich deswegen, weil die sich bewerben müssen bei Leuten, haben wir vorhin geredet, die entscheiden, ob sie wohin passen. Und riskant für die Leute, die sich bewerben, wenn sie genau dann stehen sie richtig blöd da. Ich tue mich deswegen ein bisschen schwer mit dem, was du gerade gesagt hast, weil das ja zwei Begriffe der Integration sind, die du eigentlich gerade aufgemacht hast. Der eine ist, was bedeutet Integration in dieser Gesellschaft? Das war das, wo du gerade den Großteil drauf verwendet hast, nämlich zu sagen, Integration in dieser Gesellschaft bedeutet, all die Zumutungen, die einem angetan werden, als Chance begreifen. Da sagt jemand, für 4 Euro kannst du bei mir arbeiten, dann hast du dich gefälligst zu integrieren, das heißt, du hast das gefälligst anzunehmen. Man hat gefälligst zu sagen, ja, ich will arbeiten und hat dann diesen Scheißjob anzunehmen und hat dann im Zweifelsfall halt auch mal länger zu arbeiten und was es alles gibt, wie du es genannt hast, Zusatzangeboten um ein paar Cent extra. Der andere Gedanke, den du aufgemacht hast, halte ich jetzt nicht an sich für verkehrt, aber muss man sagen, ist ein anderer Gedanke der Integration. Nämlich nicht das, was momentan in der Politik verkauft wird, sondern in einem, ich sag mal, sachlichen Sinne. Also im Sinne von, wie würde man denn jetzt, angenommen, das wäre hier vernünftig geregelt, sich fragen, jetzt kommen da 1 Million Leute an, wie geht man damit um? Ja, dann fällt einem tatsächlich ein, na, was soll denn daran kompliziert sein? Man fragt die Leute, was kannst du? Und dann sagt er dir irgendwas, dann brauchst du vielleicht einen Dolmetscher dafür, weil du ihn nicht verstehst, und dann sagst du, ja, kein Problem, machst einen Deutschkurs. Vielleicht braucht er nicht mal einen Deutschkurs, also keine Ahnung, wie es euch geht, aber ein Mechaniker, den kann ich sowieso nicht erklären, dass einem Auto fehlt, weil ich keine Ahnung habe, der muss verstehen, wie der Motor funktioniert, der muss ja für mich nicht Deutsch können, dann kann der Motor reparieren, fertig. Also, praktisch, wenn man es nach der Seite hin betrachtet, wenn man Integration nehmen würde, wenn sachlich gemeint wäre, im Sinne von, wie kann der sich daran beteiligen, dass hier was Sinnvolles gemacht wird, ja, dann würde ich auch sagen, ja, das ist doch nun wirklich kein Geheimnis. Das ist geradeweg total simpel, weil das auch gar nicht davon abhängig ist, wo jemand herkommt. Das war mir nur insofern wichtig, weil das ist ja nicht der Begriff der Politik, wenn die Integration sagt, dann geht es nicht darum, wie kann sich jemand sinnvoll an dieser Gesellschaft beteiligen. Das machen die Leute, die hier leben, doch auch nicht. Ja, aber das ist ja auch eine Lüge, wenn die Politik sagt, die Leute müssen integriert werden, sondern es wird zur Aufgabe der Leute gemacht. Sie sollen sich integrieren mit den ganzen Bosheiten, die da einherlaufen.
die Politik tut ja gar nichts. Also wenn das ernst gemeint wäre, würden sie in der Tat ja so machen, dann wird halt gesagt, das kannst du und dann steckt man die Leute da und dahin. Aber genau das tun sie ja nicht. Deswegen lügt da der Schwede Politik. In Wirklichkeit heißt es, integriert euch selber. Also schaut, dass ihr irgendwie integriert werdet. Wo sie das ja ganz ehrlich sagen. Also ich habe da das Problem mit der Lüge, weil da wird doch sozusagen, so eine Merkel stellt sich doch hin und sagt, die Aufgabe der Integration können wir nicht übernehmen. Also da sagt die doch ganz offen. Die sagt ganz offen, Integration ist eine Sache, die nur von den Leuten ausgehen kann. Das Problem ist, dass die Leute immer an sowas denken wie, ja, eine Sprache kann man nur lernen, wenn man auch willentlich bereit ist, die zu lernen. Das mag ja wirklich das sachliche Gehalt sein, stimmt ja auch. Lernen funktioniert immer schlecht, wenn man es nicht lernen will. Was damit gemeint ist, ist das, was jetzt beschrieben wurde. Das, was du ja wahrscheinlich auch meinst. Ich glaube, nur Lüge trifft es halt nicht so richtig, weil sie das ganz offen sagen. Integration ist Aufgabe der Leute. Die Leute stellen sich da nur was Falsches darunter vor, was das heißt. Integration ist Aufgabe der Leute. Vielleicht bist du vielleicht Lüge noch ein wenig argumentieren. Da ist trotzdem was dran. Also, einerseits hat Peter recht. Ist ja nicht Lüge im durchschnittlichen Sinne. Naja, ich habe das halt ernst gemeint, wenn die Überschrift heißt, es ist Aufgabe der Politik, die Leute zu integrieren. Mhm. Sagt sie ja, das behauptet sie, das ja. Wäre jetzt die Aufgabe. Ja, aber das tun sie ja praktisch nicht. Da gibt es ja sogar ein Ministerium mittlerweile. Ja? In den Landesministerien ja. Gibt es Ministerium für Integration und soziale Sachen oder sowas. Ja. Fast in jedem Bundesland. Ich glaube, jetzt gibt es einen Integrationsbeauftragten im Bund auch noch. Also wenn es eine staatliche Planbehörde gäbe fürs Integrieren. Genau, das ist eben das, ist das, was ich als Lüge bezeichne. Das, ja. Die tun es ja nicht. Sie überlassen es den Leuten ja selber, dass sie da irgendwie zurechtfinden. Lüge, vielleicht muss man überlegen, ob das Wort Lüge ist da ganz trifft. Lüge ist, ich weiß es besser. Ich täusche die Leute, ich streue Augen, Sand in die Augen und so weiter. In dem Sinn Lüge trifft es ja ganz zu. Sie gehen ja zu, dass das eure Aufgabe ist. Ihr müsst euch da bereit machen und so weiter. Wo ist das, wo fängt es an zu Lüge zu machen, wo ist es wirklich objektiv Lüge? Spätestens dann, wenn Sie sagen, da hat jemand Integration verweigert. Wie soll denn das gehen? Haben wir doch immer wieder gehabt. Denk da an die Diskussion vor ein paar Jahren, die jungen türkischen, muslimischen Einwanderer aus der dritten Generation, die Salafisten dann, die sind Integrationsverweigerer, hat es geheißen. Da wird es schon hart. Beim anderen kann man auch sagen, na gut, ein Demokrat denkt sich halt so, ich mache lauter Gelegenheiten, da gibt es Nachschulungsgeschichten, da gibt es kostenlose Kurse, 600 Stunden hat er, Mensch Recht auf Deutschunterricht und so weiter. So, auf der Puzzlei zu gehen, da geht es doch. Was machen sie? Sie kommen nicht. Integrationsverweigerer. Oder gehen sogar rein, kriegen keinen Arbeitsplatz, 2, 3, 4, 5 Jahre gehen ins Land, irgendwann greift er mal zu und zahlt nicht dafür, weil er kein Geld hat. Integrationsverweigerer. Da wird es zur Lüge. Das ist nämlich die Not, in die der Mensch geraten ist, durch den Zwang, integrier dich in der Konkurrenzgesellschaft. Schau, ob du jemanden findest, der dich brauchen kann. Das ist was gar nicht, da kann ich gar nichts aktiv dafür tun. Aber es wird eben angelastet wie, das ist dein Fehler, dass du nicht vom anderen nicht gebraucht bist. Wenn man dann das harte Urteil sagt, du willst also nicht, da dreht man die Sache wirklich um. Die Notlage, in der er ist, wird ihm als Unwille angelastet, sich wirklich alles dessen anzutun, was den Erfolg herbeiführt. Aber kann man den Erfolg bei? Ja, da muss ich jetzt gleich. Ja, deine Frage war jetzt noch wenig. Ja, ja. Das ist schon. Da will ja niemanden ratlos nach mir anschicken. Ja, weil ich persönlich denke, Beispiel, der Staat wollte nicht, es gibt keine Integration. Das ist einfach nur ein Spiel. Das kann man als Lügen bezeichnen, weil die reden über Integration, obwohl die das nicht wollte. Die machen Konkurrenz dazu, aber kann man das als Lügen sagen, weil die Lügen für die Leute, wo im Herz, die haben etwas anderes. Kannst du nochmal wiederholen? Ich habe den Anfang nicht ganz verstanden. Ja. Ich meine, zurzeit gibt es Integration von den Kommune bis zum Staat, bis zum staatlichen Niveau und die Bund. Aber trotzdem, der Staat wollte das nicht. Es ist einfach nur eine Propaganda. Und ich schiebe die Leute einfach hier. Das kann man als Lügen sagen.
Weil wenn man lugt, was im Herzen nicht lebt, ist einfach kein Lügen. Das verstehe ich nicht. Ich versuche es nochmal, warum ich Lüge kein gutes Wort finde. Die wollen schon, dass die Leute sich integrieren. Das Missverständnis ist, Integration heißt nicht sowas wie, die sollen... Streich mal das nicht, ich versuche es positiv. Die Integration, was die bedeutet, ist, du sollst dich in dieser Konkurrenz behaupten. Du wirst in die Konkurrenz geworfen und jetzt Integration ist dann gelungen, wenn du einen Job hast und alles, was daraus folgt, wenn du eine Wohnung gefunden hast, etc. pp. Ja, von ob du in dieser Konkurrenz erfolgreich bist oder nicht, hast du ja gar nicht in der Hand. Das ist halt Konkurrenz. Du kannst dich anstrengen, aber wenn sich andere Leute durchsetzen, ist es gar nicht unbedingt davon abhängig im Sinne von, wenn man sich nur genug anstrengt, gewinnt man. Ja, kennt man vom Sport. Manchmal streckt man sich total an und verliert trotzdem. Das hat man also nicht in der Hand. Das heißt, die meinen das schon ernst im Sinne von integriert euch. Deswegen meine ich, Lüge trifft es nicht so ganz. Es ist natürlich Lüge mit dabei, weil der Witz ist, wenn man dann einzeln anguckt und sagt, es gibt hier lauter Ausländer, Flüchtlinge, die das nicht geschafft haben, einen Job zu finden, die es nicht geschafft haben, eine Wohnung zu finden, und man es dann einfach umdreht und sagt, die wollten sich nicht integrieren. Das ist die Lüge. Ja, weil nur weil ich verloren habe in der Konkurrenz, heißt das noch lange nicht, dass ich kein Interesse daran habe, hier sozusagen irgendwie vorzukommen, einen Job zu haben, was auch immer. Ich denke, das ist aber noch härter. Die zweite Seite, wenn jemand sich nicht so integrieren kann, dass er einen Job hat, ist auch Integration. Nämlich, wenn er sich so anpasst an die Verhältnisse, dass er mit dem wenigen Geld, das ihm irgendwie von Staatswegen zugestanden wird, auch noch überlebt, ohne zu klauen, dann hat er sich auch integriert in die Verhältnisse. Also nicht nur, wenn er sich so integriert, dass er jemanden findet, der ihn braucht und wo er einen Job kriegt, sondern auch, wenn er den nicht findet, aber sich so anpasst, dass er nicht klaut. Aber ich glaube, das ist doch sowieso vorausgesetzt, oder? Also, das funktioniert ja nicht positiv. Man sagt ja nicht, jemand hat sich integriert, weil er sich an die Gesetze hält, sondern das funktioniert doch eh nur andersrum. Man sagt, da merkt man, dass ein Integrationsverweigerer, der hält sich nicht an unsere Gesetze. Also so rum kennt man das. Das ist dasselbe, ja. Aber andersrum habe ich es noch nie gehört, dass gesagt wird, der Kerl da, der ist doch integriert. Ja, warum? Er hat gegen kein Gesetz verstoßen. Das ist ja so eine Sache, die wird sowieso vorausgesetzt. Und hat auch nicht geprüft, um was für Gesetze das da geht. Ob das zum Beispiel darum geht, kann man ja auch mal benennen, Leute, die als Asylanten hier sind, als Asylsuchende, die haben ja eine ganze Riege an Gesetzen, die verletzen können. Die kennt man als Staatsbürger gar nicht. Residenzpflicht. Es kommt halt moralisch meistens daher. Arm, aber anständig. Ja. Gut, ja, auch das. Wer das hinkriegt, ist auch integriert. Was der Armut nicht den Schluss zieht, dann hole ich mir halt das Geld, das Zeug ohne Geld. So ja. Sagt, ja, arm aber anständig. Ich halte mir was zugute, dass ich auch vorbeigehen kann an einem Stand und den einfach was mitgehen lasse. Ich schaffe es, ehrlich zu bleiben. So, das ist aber jetzt eigentlich Lebensschauplätze, aber wichtig gehört alles dazu. Ich wollte eigentlich auf folgenden Punkt hinaus. Wenn, wir haben gesagt, Integration heißt sich in der Konkurrenz bewähren, in die Konkurrenz sich einklinken, in der Konkurrenz einen Job finden und so weiter. Wir haben vielleicht noch einen Punkt bei der Konkurrenz übersehen, bei der Besprechung gerade. Konkurrenz heißt, nicht einfach jeder kommt zu dem, was er braucht, das wäre ja Planwirtschaft. Sondern wo Konkurrenz herrscht, bemühen sich Leute um was, was nicht für alle in ausreichender Anzahl vorhanden ist. Also die Jobs, wo man gut verdient, die sind relativ selten. Die Jobs, wo man schlecht verdient, gibt es relativ oft. Aber wo man schlecht verdient und viel arbeiten muss und noch schwer arbeiten muss, da gibt es auch jeden Grund, dann auch mal sich wieder zu legen, naja, ich brauche es aber trotzdem. Also der Übergang zum, der Kampf gegen die Begehrlichkeit, sich dann trotzdem zu bedienen, der ist natürlich umso schwerer, je weniger man dauerhaft im Geldbeutel hat.
Immer sieht man, andere haben das und ich nie. Aus der Schicht kommen natürlich die Leute, die mal Ladendiebstahl machen, die kleine Kriminalität, nicht gleich die ganzen großen Verbrecher. Aber dieses kleine Alltagsverbrechenszeug oder Vergehenszeug, das ist natürlich da wirklich, ja, das sind Methoden, wo man denkt, ach, ich schaue da gar keiner her, nimm's mit. Ausgehend jetzt hat die Kamera zugeschaut und steht Bild da. Auch das gleiche auch noch als Einwanderer. Ausgehend noch im Asylverfahren. Scheiße. Wenn man dann dem vorwirft, dass du das gemacht hast, das zeigt dann immer wieder. Oder ohne Verbrechen, ohne Vergehen. Konkurrenz heißt auch, nicht alle kriegen einen Job. Da gibt es eine Krise, da werden welche entlassen. Die haben so gut gearbeitet wie alle anderen. Aber der Kapitalist hat gesagt, ich brauche 10% weniger. Also fliegen 10% raus. Ob er würfelt oder ob er sagt, wer am meisten krank war, fliegt aus der Haus, ist völlig wurscht. Bisher hatte sie alle noch brauchen können, jetzt nicht mehr. Dann wird er entlassen mit 45. Kein Kapitalist nimmt einen 45-jährigen Maschinenarbeiter mehr auf dem Job, den er, auf dem Niveau, wo er bisher gearbeitet hat. Das kriegt er nicht mehr. Also eine Stufe tiefer, zwei Stufen tiefer. Irgendwann kriegt er vielleicht was wieder. Irgendwann kriegt er vielleicht gar nichts mehr. Irgendwann fängt er an, die Wohnung kann er nicht bezahlen, fliegt raus, Miete kann er nicht bezahlen. Da ist er ein Mietnomade. Dann ein Mietnomade ist eines Tages ein Obdachloser. Also zieht er durch die Landschaft als Obdachloser. Und irgendwann verliert er allen Willen dazu, sich nun als rechtlich Mensch, als rechtlich denkender Mensch, um Jobs zu bemühen, zu arbeiten, das eigene um andere zu achten und so weiter und so fort, auf seine eigene Erscheinung und sein Leben zu auszusorgen. Gut, er wird das, was der Mensch immer so nennt, asozial. Und dann sagen, schau mal her, da ist er gelandet, Integrationsverweigerer. Das sind die notwendigen Produkte einer kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft, dass solche Leute, ein Teil der Leute, da ankommt. Das ist das, wo ich gesagt habe, da wird die Angebotsabteilung, mach doch was aus dir, Sozialarbeiter, Sozialämter, geben Hilfestellungen, machen die auch oft und da gibt es Sozialarbeiter, die reißen sich die Hacken raus und versuchen was zu hinzukriegen und es glückt nicht und dann kommt der Mensch irgendwann auf die Idee, Schluss damit, will ich nicht mehr, kann ich nicht mehr, ich habe die Schnauze voll und dann wird ihm dieser Entschluss, Schnauze voll, ich will nicht mehr, angelastet als, aha, du willst nicht mehr, verweigere. Ein Punkt wäre mir jetzt wichtig, ein Anschluss an die Diskussion am Donnerstag, weil an dem Punkt hier vielleicht schon einfällt, ist das denn immer so rum? Also gibt es nicht Leute, die sozusagen aufgeben, bevor sie angefangen haben, darum zu kämpfen? Gibt es nicht Leute, die tatsächlich all die Stadthilfen, all die Möglichkeiten, sich in der Konkurrenz zu bewähren, ablehnen, bevor sie gescheitert sind? Also ich weiß nicht, ob das irgendjemand in den Kopf rumgeht. Dann wäre mir. Ja, können wir machen, aber ich habe jetzt das deswegen erstmal rausgelassen, weil bei Einwanderern, die kommen erstmal eigentlich hochgemut und mit einem großen Willen an. So, jetzt ist die Gelegenheit meines Lebens, jetzt werde ich Arbeiter. Ja, aber du hast die dritte Generation aber drücken genannt. Du hast recht, die dritte Generation. Da ist natürlich das klassische Argument, die haben noch nicht mal die Schule absolviert. Ja. Die haben sich der Konkurrenz noch gar nicht stellen müssen. Und den sieht man schon an, die haben gar keine Lust, sich zu bewähren. Und auch wenn die Frage jetzt noch nicht aufgetaucht ist, wollte ich dazu doch was sagen, weil ja. Der Witz ist, ja, und wenn sie sich alle anstrengen, also wenn sie alle diese ganzen schönen Angebote annehmen, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, gibt es dann eigentlich einen Job mehr, um den sie konkurrieren? Gibt es eine Wohnung mehr, die sie mieten können? Ja, gibt es doch gar nicht. Was man an den Leuten festmachen will und sagen will, der hat zu Recht nichts, der hat sich nicht angestrengt. Ja, mag sein, dass der sich nicht angestrengt hat, das möchte ich noch gar nicht durchstreichen. Aber dass genau die Anzahl an Leuten scheitern muss in der Konkurrenz, daran wird es überhaupt nichts ändern, wenn sich jeder anstrengt. Und da kannst du jetzt dann die Einwanderer der dritten Generation nehmen, die von vornherein aufgeben. Die haben aus der Beobachtung des Lebens in der Gesellschaft den Schluss gezogen, lohnt sich doch sowieso nicht. Genau, und ob der individuell richtig sein mag, das muss dann auch gar nicht diskutiert werden. Ja, kann sein, dass da einer das Handtuch geschmissen hat und der hätte aber sowas werden können. Ja, das mag schon sein. Die Frage ist nur, für was soll denn das jetzt taugen? Und vor allem, ob alle von den Salafisten, die Salafisten geworden sind, wenn sie anständig hätten, was gekriegt hätten.
Das kann man verneinen. Das kann man nicht verneinen. Das ist der Konkurrenz nicht möglich. Das ist wie wenn man sagt, so, jetzt machen wir alle, trainieren wir alle mal 100 Meter Lauf. Wer 10,0 hat, kommt weiter. Und welche strengen sich an und kommen, bleiben halt bei 11,0 oder bei 12 oder 13 oder 14 hängen. Und sagen, du bist aber ein Verweigerer, du willst wohl nicht gescheit laufen. Der Witz bei 10,0 wäre noch, das könnten mit genügend Training vielleicht wirklich alle schaffen. Aber der Witz ist, spätestens ab dem Moment, wo man sagt, die besten drei schaffen, da wird es aber richtig. Genau, das wollte ich so sagen. Dann können alle 10,0 und man kommt darauf an, wer kann 9,2, 9,3, 9,4, um die Medaille zu kriegen. Und dann sagen wir ja, ach, ihr wollt wohl gar keine Medaille, ihr anderen, ihr Lahmärsche mit 10,5. So wird umgegangen mit Leuten, die in der Konkurrenz, in der Ökonomie scheitern. Ihr wollt wohl gar nicht wirklich erfolgreich sein. Ich hätte jetzt noch einen Punkt, also das wäre jetzt, ich will die Diskussion abwürgen, aber ich hätte noch gerne einen Punkt angesprochen, der jetzt schon zwei, dreimal angetippt worden ist. Die alten Einwohner der Deutschlands, das heißt die Einwanderer der früheren Generationen, das heißt die Altdeutschen mit germanischem Ahnenpass, mir ist ja scheißegal. Also diejenigen, die schon da wohnen, die kriegen offenbar manchmal Probleme. Ängste. Oh, jetzt kommen so viele hunderttausende neue Leute. Der Wohnungsmarkt. Ganz am letzten Donnerstag, ne? Was ist denn da? Da haben wir mal durchdiskutiert. Leute, die auf der Liste stehen bei der Stadt nach einer billigen Wohnung. Und jetzt allmählich auf Platz, was ich, 3 von 70, sich hochgearbeitet von Platz 55 auf Platz 3. Jetzt hören Sie, jetzt kommen nach Stuttgart 20.000 neue Einwanderer, ein paar tausend neue Einwanderer. Da kann man dann schon verzweifeln. Der Sache nach verzweifeln. Das ist aber nicht das Thema, was ich jetzt ansprechen will. Da kann man verzweifeln und kann sagen, ein Schluss draus ziehen, so geht also Kapitalismus. Jetzt gibt es aber Leute, die auf der Liste stehen oder noch gar nicht auf der Liste stehen, aber sich möglicherweise im Leben mal vor der Situation stehen, in Konkurrenz zu einem Billiglöhner, in Konkurrenz zu einem jungen, kräftigen Einwanderer als 45-Jähriger, dessen Muskelkraft allmählich und Konzentrationskraft geschwunden ist, und sagen, die machen mir Konkurrenz. Gehen wir mal da drüber. Der Stehhofer nennt es die Belastungsfähigkeit der Leute, der Bürger, der Menschen in Bayern und Deutschland wird überfordert. Wovon redet der? Der redet unter anderem von dem, was ich gerade im Vorlauf gesagt habe. Aber wie redet der denn drüber? Der redet doch gar nicht drüber, naja, da muss man halt dafür sorgen, dass Arbeitsplätze auch noch für 45-Jährige da sind, die nicht mehr so viel können. Der redet davon, dass der 45-Jährige ausrasten könnte, ja, aber wohin? Was ist das eigentlich für Thema? Integrationsfähigkeit ist nicht der Einwanderer, sondern der Alteingesessenen. Seid ihr integrationsfähig im Sinne von die Aufnahmebereitschaft eurer neuen Nachbarn und Kollegen? Wovon reden die da? Oder habt ihr das vorhin noch nie gehört? Ja, man kann den ersten Punkt festhalten, den ich an der Debatte immer ganz komisch finde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn jemand sagt, die Integrationsfähigkeit der Deutschen ist an eine Grenze gelangt, dann möchte man immer sagen, naja, entweder die Leute haben ein richtiges Urteil über die Sache, mehr geht halt nicht. Dann müsste man das eigentlich sagen. Dann müsste man sagen, Deutschland kann nicht mehr Leute aufnehmen und darüber diskutieren, ob das stimmt oder nicht. Oder man sagt, die Leute machen einen Fehler. Dabei, wenn sie sagen, so viele Leute können wir nicht aufnehmen, dann müsste man darüber diskutieren, müsste sagen, okay, dann klären wir, warum das ein Fehler ist. Wenn jemand sagt, die Integrationsfreundlichkeit sozusagen der Leute ist erschöpft, mehr können wir nicht reinlassen, sonst gehen die Deutschen auf die Barrikaden, der nimmt schlichtweg das, dass Leute sagen, mehr können wir nicht aufnehmen, und nimmt das als Argument dafür zu sagen, okay, mehr können wir auch nicht aufnehmen. Also das ist eine komische Stellung zu dem, was Leute denken. Man sagt einfach, weil sie es denken, kann man nicht mehr aufnehmen. Und sagt gar nichts dazu, ob das jetzt eigentlich stimmt, ob das ein richtiges Urteil darüber ist oder nicht. Aber ich habe eine Frage nach. Ja, weil unabhängig davon, unmittelbar dazu. Unabhängig davon, ob das jetzt
logisch ist. Ich stimme ja mit dir überein, dass zuerst mal mein Argument oder dann von der älteren Frau da, wenn sie fragt, ja, was fehlt Ihnen denn? Und dann merkt sie so langsam, dass es nicht logisch durchdacht ist, sondern nur so ein diffuses Gefühl ist. Aber diesem diffusen Gefühl möchte ich doch nicht ganz irgendwie einen Anteil gesunden Menschenverstand absprechen. Und wenn das bei ganz vielen Leuten der Fall ist, dann ist, gestaltet das die Atmosphäre. Und wenn so viele Deutsche so denken, dann ist keine Willkommenshaltung in der Atmosphäre. Und dann klappt es auch schlecht. Hast du völlig recht, aber was wären die Reaktionen darauf? Mein Vorschlag wäre zu sagen, naja, wenn ich merke, du bist bei einer Diskussionsveranstaltung von uns und sagst, was ist denn jetzt mit dem Wohnungsmarkt? Ja, was muss ich vielleicht schnell sagen für die nicht da waren. Also, okay. Da war eine ältere Frau da, die hat gesagt, wann hört denn die Merkel nicht auf die Mehrzahl der Politiker wie Seehofer und so weiter, die auch die Mehrheit der Bevölkerung auf ihrer Seite haben, wann hört die nicht auf die und macht mal die Grenze wieder zu, weil die Leute überfordert sind von den zu vielen Einwanderern. Das war der Ausgangspunkt. Und da gab es eine Debatte drum, warum, wovor hast du da Angst, was geht dir ab, wenn da mehr Einwanderer kommen? Das hat er jetzt gerade erwähnt und sagt, und die hat doch irgendwo recht, schon der Menschenverstand. Sagst du, da ist doch irgendwo eine Sache, das kann hier in Wahrheit dran. So, was ist die, das kann hier in Wahrheit? Und der Peter möchte in die Richtung gehen, das kann ich in Wahrheit mag es ja geben, aber die spricht doch nicht die Wahrheit aus. Zu dem Körnchen Wahrheit. Das Körnchen Wahrheit dabei ist, da ist was zu klären. Also wenn wirklich Leute sagen, Leute, die hier als Flüchtlinge herkommen, die bedrohen den Wohnungsmarkt, als einen Punkt, den wir besprochen haben, den Arbeitsmarkt, die Kultur, was auch immer, hat man die einzelnen Punkte. Ja, die passende Reaktion wäre darauf, das sachlich zu klären. Mit den Leuten zu klären und zu sagen, ich glaube, ich kann dir nachweisen, der Wohnungsmarkt hat ein anderes Problem. Jetzt merkt man schon, die Politik macht es doch gar nicht. Die sagt doch gar nicht, ich nehme die Leute insofern ernst, dass ich ihre Argumente ernst nehme und die widerlege. Sondern Pegida wird gesagt, ich nehme die Leute ernst und die Konsequenz daraus ist, das sind halt besorgte Bürger, deswegen müssen wir, ja was eigentlich, genau die Politik machen, die wir sowieso machen. Also Leute wie Pegida werden als Instrument der Politik benutzt, um zu sagen, wir müssen einen Flüchtlingsstopp machen. Da wird gar nicht in dem Sinne die Argumente der Leute ernst genommen, dass man sagt, müssen wir prüfen, was die sagen und im Zweifelsfall widerlegen, wenn man es verkehrt findet. Also sowas, was eine Debatte wirklich ausmacht, was wir hier führen. Sondern die werden als Beleg genommen dafür, dass die eigene Abschottungspolitik schon richtig ist. Und wenn die nämlich Pegida was sagt, was der Politik nicht mehr in den Kram passt, weil man eben Rex hat es dargestellt, ja nicht nur Leute abweisen will, sondern gleichzeitig ja auch zeigen will, Deutschland ist weltoffen, dann wird Pegida sofort in die Buhecke gestellt. Dann wird gesagt, ihr seid doch Faschisten, mit Faschisten redet man nicht. Also das Körnchen Wahrheit, wo du sagst, dass die Leute nämlich ja wirklich Ängste haben, das ist ja nicht herbeikonstruiert, ist ja nicht gelogen. Ich würde sagen, ja, die haben Ängste aus falschen Gründen, die erklären sich was falsch, deshalb will ich mit ihnen diskutieren. So werden sie das mal tun. Die Politik macht was ganz anderes, wenn die sagt, Ernste ernst nehmen. Die tut so, als ob Pegida wirklich der Grund dafür wäre, dass sie Flüchtlinge nicht reinlässt. Das stimmt aber nicht. Hier können Millionen Leute auf die Straße gehen gegen irgendwas. Und wenn es im Interesse der Politik liegt, dann setzt sie das durch. Als damals hier eine Million Leute auf die Straße gegangen ist gegen die Wiederbewaffnung, da hat der Kohl gesagt, die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. Wie wenn es mit Deutschland den Krieg verloren hat, haben die Provinzen im Osten von Polen und Russland annektiert worden sind und da 14 Millionen Deutsche ausgesiedelt worden sind. Die wohnen alle jetzt hier. Das geht. Aber einen ziemlichen Schlag, 14 Millionen Leute auf dem Gebiet der DDR und der BRD, das waren damals zwei Staaten. Ein Teil hat die DDR genommen, ein Teil Westdeutschland. Das hat alles funktioniert. Bayern ist damals zum Beispiel. Der See, wenn man so blöd, das geht nicht, das geht nicht. Bayern hat aber seinen fünften Stamm bekommen. Bayern, Franken, Schwaben und Sudetendeutsche, die in der Tschechoslowakei gewohnt haben und 1,5 Millionen von bis 2 Millionen von da nach Bayern umgezogen worden sind. Ja, hat alles funktioniert, das geht, wenn man es will. Und jetzt kommen ein paar 100.000 aus Syrien und aus Afghanistan und aus Afrika.
Und da schreit die Politik plötzlich, das können wir nicht aufnehmen, sonst werden die Leute überfordert und die Bürger. Ich stelle es ja aushalten in meinem Bonn oder in meinem Berlin oder in meinem Münchner Residenz. Aber die Leute in den Wohnvierteln, die Leute in den Fabriken, ja, die ächzen natürlich drunter und haben politische Ängste. Ja, also betrachtet es nur das Ergebnis, wie es heute ist, nach Jahrzehnten kann man sagen, es hat funktioniert. Man muss aber schon auch sehen, dass es erstens damals unmittelbar, als die hier waren, auch viele Probleme gab. Da kann man sich von den Leuten viele Geschichten erzählen lassen, wie dann die Alteingesessenen über die, was weiß ich, Polackennücken hergezogen sind oder so. Also wie die Flüchtlinge, die hier waren und die man einquartiert bekommen hat, die waren immer ein paar Stufen unter. Das war, da gab es auch große Konflikte zwischen den Gruppen. Das als ein Argument. Und dann natürlich muss man berücksichtigen, dass es dann die Wirtschaftshungerzeit gab und es noch wahnsinnig Aufschwung gab, der viele Arbeitskräfte verkraften konnte. Machen wir die erste Hälfte. Da erzählst du mir nichts. Mein Vater ist auch über Schlesien vertrieben worden. Ich kenne das zwar nicht persönlich als Auswanderer, ich war zu klein, bin erst in Westdeutschland geboren. Ich wusste aber, das waren Flüchtlinge. Die Streitigkeiten gab es in der Kleinstadt, wo ich geboren worden bin und die ersten 5 oder 6 Jahre meines Lebens verbracht habe, die gab es dort. Ja. Wir haben jetzt gerade ein anderes Thema gehabt, ne? Dass es Streitigkeiten gibt, das will ich nicht. Wir reden dann über die Politik, die sich auf die Streitigkeiten beruft, die im Volk stattfinden zwischen Alteinwohnern und Neueinwohnern, Neuankömmlingen, und sagt, deswegen können wir die nicht aufnehmen. Da damals die Politik sagt, die deutsche Politik, die westdeutsche, und auch die Ostdeutschen in der DDR. Die waren aber aufgenommen. Und die Streitigkeiten, die ihr habt, die waren geregelt. In der DDR sozialistisch, in Westdeutschland kapitalistisch. Und wenn ihr einander herfallt, dann kommen Polizeiwachen her und passen auf, dass sowas nicht passiert. So weit kommt es noch, dass wenn wir die Politik beschließen, 14 Millionen Deutsche werden umgesiedelt, und das muss sein, dann werden die umgesiedelt, dann richten wir uns nicht nach dem Unwillen der Alteingesessenen. Das ist die Hälfte der Politik. Die andere Hälfte ist die, die du angesprochen hast. Jawohl, da gibt es Streitigkeiten, da gibt es Zwist im Volk. Über den müssen wir noch reden. Aber bitte nicht so, dass man sagt, auf den beruft sich die Politik zu Recht. Da beruft sich die Politik dann, wenn sie es will, als Hindernis. Und wenn sie es andersrum will, sagt sie, dann muss man was dafür tun, dass das nicht überbordet. Ja, und das ist bei gleichen, also Deutschen, also der Volksgruppe Angehörigen, eher will, als wie bei Arabern, das ist so irgendwie auch. Das mag ja sein jetzt. Verständlich, oder? Das mag ja sein, aber was heißt ja, du hast ja das selber berichtet, in den 50er Jahren, 40er und 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, war das kein Argument für die Franken in Nürnberg, dass die Oberschlesier aus Beuthen oder aus Breslau billigere Wohnungen bekommen als die Eingesessenen. Da waren große Giftereien. Das hat nichts zu tun gehabt, das Volk hat nicht gesagt, ach du auch Deutscher, ja dann kommst du natürlich, man kriegst mein Wohnzimmer, dann rücken wir zusammen, selbstverständlich.